Mehr Geld, das ich in mein Sparkästchen schmeißen kann. Ich kann es kaum erwarten, bis ich mir den neuen Welpen leisten kann. Welpe, Welpe, Welpe. Welpen sind die Besten. Ich sollte mir schon mal einen Namen überlegen. Oh je, es ist total staubig in diesem Zimmer. Meine Gina! Nein! Komm zurück! Oh nein! Das wird ja immer schlimmer, wenn du nicht runterfallen. Oh nein, das passiert! Über die Kante! Oh je, es ist kaputt gegangen. Oma, was ist mit meinem Welpensparkästchen passiert? Keine Sorge, Oma kann das reparieren. Ich brauche nur etwas Pappe. So, aber ich brauche noch ein paar davon, um mehrere Schichten zu machen. Und dann füge ich noch etwas Farbe hinzu, denn es soll ja auch schön sein. Für dieses runde Teil werde ich etwas Heißkleber brauchen. Und das Hündchen kann sich direkt draufsetzen. Als nächstes füge ich hier ein Gefäß mit einem Schlitz im Deckel hinzu. Füttere das Hündchen. Oh mein Gott, schau dir diese Münze an. Sie fällt direkt an das Glas. Ja, sie hat es mit dem Rest der Münzen nach unten geschafft. Oh, es ist so schwer, so durch die Tür zu kommen. Ja, geschafft. Oh mein Gott, Schätzchen, was ist passiert? Oh, naja, ich habe Fußball gespielt. Du wirst nicht glauben, wie schnell ich hinter dem Ball hergelaufen bin. Okay, und was ist dann passiert? Dann habe ich mit einem ihrer Stürmer um den Ball gekämpft. Sie war eine harte Nuss, aber ich wusste genau, was ich tat. Ich habe ihr den Ball abgenommen und ihn dann über das Spielfeld getribbelt. Und dann, naja, bin ich gestolpert. Über meine eigenen Füße bin ich hingefallen. Und dann haben wir deshalb das Spiel verloren, nur weil ich gefallen bin. Oh, ich bin echt sauer. Oh, sie tut mir echt leid. Sie liebt es, Fußball zu spielen. Ja, ich habe eine Lösung. Also, ich nehme diese Pizzaschachtel und öffne sie so. Oh, macht dir doch nichts aus, oder? Okay, jetzt, wo die Pizza aufgegessen ist, kann ich anfangen, diese Ecken zuzukleben. Super. Nun brauche ich etwas grünes Papier und natürlich etwas Deko. Ich möchte, dass es wie ein echtes Fußballfeld aussieht. Und jetzt Strohhalme. Ich biege sie, schiebe sie zusammen und befestige sie dann mit etwas Kleber. Fehlt nur noch etwas Stadiondekoration, damit es lustig aussieht. Okay, dieser Strohhalm ist für dich und dieser für mich. Und pusten. Oh, ich werde dich kriegen. Du musst schon härter pusten, um mich zu schlagen. Oh, du hattest mich fast, aber ich habe eine tolle Verteidigung. Ich werde dich auf keinen Fall gewinnen lassen. Oh ja. Tor! Gewonnen! Na gut, dann wird es Zeit für eine Revanche. Und los. Niemand schaut. Das ist also meine Chance, einen Snack auszupacken. Oh, warum lässt sich diese Tüte so schwer öffnen? Komm schon, ich brauche Snacks. Oh nein, die Tüte ist kaputt. Das war's mit all meinen Hoffnungen und Träumen von einem leckeren Snack. Hey, schaut mal, kostenlose Süßigkeiten. Schnappt sie euch. Halt, das sind meine Süßigkeiten. Hört auf damit. Oh, da ist nur noch eins für mich übrig. Soll das ein Witz sein? Das ist frustrierend. Oh, alle haben ihr die Süßigkeiten geklaut. Vielleicht kann ich ihr helfen. Was zum Teufel machst du da? Psst, hey, ich habe eine Lösung für dein Süßigkeitenproblem. Schau mal, das ist mein kleines Versteck. Drück auf die Nase. Siehst du? Er ist ein Süßigkeitenspender. Ich zeig dir, wie ich ihn gemacht habe. Zuerst nehme ich ein Stückchen Pappe. Dann habe ich drei weitere hinzugefügt. Dann kam dieses Basisstück dran. Für den nächsten Teil brauchst du natürlich noch mehr Pappe, aber auch kleine Stäbchen. Wir brauchen diese Form, ein weiteres Stäbchen und zwei kleine Gummibänder. Das Ganze kommt nun in die Kiste, die wir bauen. Es sollte leicht hineinpassen. Ich schiebe es nach unten und hake das Gummiband an diesem Stäbchen hier ein. Ich benutze eine Pinzette, um es ein bisschen einfacher zu machen. Vergiss nicht, das Gummiband auch auf der anderen Seite zu befestigen. Dann drücke ich es zurück und die Süßigkeiten rutschen heraus. Jetzt decken wir alles ab und fügen ein paar kleine Rampen hinzu, die nach unten führen. Wir wollen auch die Vorderseite abdecken, damit sie hübscher aussieht. Fast geschafft. Ich habe diese Plastikhülle hinzugefügt, um die Süßigkeiten aufzubewahren. Und dann noch ein süßer kleiner Deckel, damit die Süßigkeiten nicht herausfallen. Schau, sie lässt sich sogar aufklappen, damit du bei Bedarf mehr Süßigkeiten hineinlegen kannst. Oh, schau nur, wie lecker das ist. So bunt. Schließe den Deckel und füge etwas Deko hinzu. Wow, erstens, diese Süßigkeiten sind toll. Und zweitens, dieses Schwein ist so süß. Na gut, ich gehe jetzt besser zurück an meinen Platz. Boom, boom, boom. Ich werde dieses Rennen auf jeden Fall gewinnen. Niemand kann mich aufhalten. Tschüss, Susan. Wir sehen uns nächste Woche zum Mittagessen. Meine Güte, was für ein lustiger Nachmittag. Es ist immer schön, mit Freunden zusammen zu sein. Mama hat ihre Autoschlüssel hingelegt. Nun, ich bereite jetzt besser das Abendessen vor. Was, wenn ich... Ich muss mich nur etwas näher ranschleichen. Sie kann mich hinter diesen Blumen nicht sehen. Hm, was war das für ein Geräusch?
Das klang verdächtig. Hm, niemand da. Zeit, von den Blumen zu diesen größeren Farmen zu wechseln. Schön auf Zehenspitzen schleichen. Geschafft! Ich hab die Autoschlüssel. Wow, echte Schlüssel. Haha, Zeit, ein echtes Auto zu fahren. Juhu, der beste Tag ever. Oh, lass mich los. Ich bin doch nicht so schnell gefahren. Fräulein, gehören die Ihnen? Oh nein, nicht mein Baby und nicht mein Auto. Oh, ich sollte besser was anderes tun, um meine Rennsucht zu stillen. Ich habe dieses Stück Pappe und schneide ein paar Formen aus. Nun trage ich etwas Kleber auf die Oberseite auf. Etwa so. Und dann auf die Unterseite. Ich werde noch ein passendes Stück oben drauf kleben. Jetzt mache ich einfach dasselbe mit dem Kleber wie vorher. Wenn du ein drittes Stück oben drauf legst, sollte es reichen. Dieses hier hat kein Loch in der Mitte. Der nächste Schritt? Natürlich noch mehr Kleber. Und dann noch ein Stück Pappe drauflegen. Das sollten nun genug Schichten für dieses Projekt sein. Jetzt ist es an der Zeit, etwas Farbe hinzuzufügen. Denn das ist der spaßige Teil. Ich liebe Orange. Es leuchtet so schön. Und fertig. Jetzt stecke ich eine Handyhülle hinein. Ich habe sie vorher ausgemessen, damit sie perfekt passt. Jetzt haben wir noch mehr Pappteile und Kleber. Und natürlich werden wir sie für weitere Schichten zusammensetzen. Der nächste Teil ist etwas knifflig, denn ich möchte das Teil in einem Winkel ankleben. Und dann muss es nur noch trocknen. Sobald das der Fall ist, kann ich es bemalen. Zeit, alles zusammenzubauen. Mit dieser Batterie lässt sie sich einfach einschieben. Tada, ich habe meine eigene Lenkradhalterung für mein Handy gebaut. Boom, yeah, ich bin ganz vorne. Niemand wird mich überholen. Das ist das beste Spiel aller Zeiten. Und auch das beste Lenkrad. Boom. Wow, wie toll sie mit dem Basketball spielt. Sie ist wirklich gut im Dribbeln. Schau, sie wirft. Oh, das gibt's doch nicht. Der Ball rollte direkt zu mir rüber. Das ist meine Chance. Ich kann auch ein Basketballstar sein. Was zum Teufel macht sie mit meinem Ball? Yeah, zieh dir diese coolen Moves rein. Was zum... Oh nein, sie tut es wirklich. Ich werfe. Achtung. Ja. Das war ja nicht mal annähernd nah dran. Egal, das ist mein Ball, das reicht jetzt also. Such dir etwas anderes. Was? Warum muss sie so gemein sein? Sie denkt, sie sei so cool, nur weil sie tatsächlich Basketball spielen kann. Hey, was ist das denn? Das kann ich gut gebrauchen. Lass mich nur dieses Stück Pappe auslegen. Ich klebe einfach eine Linie Heißkleber in das Rohr. So, und dann kann ich es an dieses flache Stück auf den Boden drücken. Anschließend befestige ich diese kleinen Streifen in einer Art V-Form. Das andere Ende des Rohrs kommt genau in dieses Loch, das ich in die Kiste geschnitten habe. Als nächstes ein Korb. Denn ohne einen solchen kannst du nicht wirklich Basketball spielen. Diese Plastiktüte wird zum Netz. Ich muss nur die Unterseite abschneiden, damit der Ball auch durchfällt. Ah, mein Basketball ist völlig leer. Aber hey, Pappe kann auch das Problem lösen. Okay, es wird Zeit, meine Ballkünste zu üben, damit ich besser werde. Ja, mein erster Korb mit meinem neuen System. Es klappt. Noch ein Korb. Wuhu, ich bin die Beste. Party time. Tanzparty. Los geht's. Puh, echt heiß hier. Ich könnte eine Pause gebrauchen. Hm, kein Platz auf dem Sofa. Und die Beanbags sind schon belegt. Schätze, ich werde versuchen, etwas Platz für mich zu schaffen. Hey, komm schon. Was machst du denn da? Wir sitzen doch schon hier. Oh, ach Mist, ich bin gefallen. Da ist wohl doch kein Platz mehr für mich. Hey, was ist denn da drüben los? Oh Mist, diese Flasche ist leer. Ich schmeiß sie besser weg. Der ganze Mülleimer ist voll mit Plastikflaschen. Ich muss nur noch ein bisschen mehr graben. Ja, ich habe eine geniale Idee. Ich habe all diese Flaschen und eine Pappschachtel. Ich muss sie nur noch ordnen, damit sie alle reinpassen. Perfekt. Jetzt kann ich diese Kiste einfach schließen. Und dann klebe ich sie zu, damit sie auch geschlossen bleibt. Hey, wirf mal bitte dieses Kissen rüber, ja? Danke, das wird perfekt funktionieren. Und dann noch ein kleiner Teppich darüber und an den Seiten. Jetzt muss ich meine Nähkünste auf die Probe stellen. Geschafft. Jetzt müssen wir nur noch diese kleinen Teppiche zusammennähen. Okay, das sollte ausreichen. Ich schneide einfach den Rest ab. Okay, das ist mein ganz eigener Sitz. Und es sieht auch noch süß aus. Es wird Zeit, dass ich wieder auf die Party komme. Ich liebe meinen kleinen Sitz so sehr. Aber ich brauche auch einen Snack. Mal sehen, möchte ich was essen oder besser was trinken? Was zum Trinken auf jeden Fall. Hey, dieser Typ hat einfach meinen Platz geklaut. Oh, danke, ich will auch einen Chip. Ugh, habe ich schon gelesen. Hey, was ist das? Wow, genau was ich brauche. Heute ist mein Glückstag. Den kann ich gut gebrauchen. Aber ich brauche auch mein Handy. Dann fange ich mal an. Ich stelle die Schachtel auf die Seite. Dann lege ich eine Lupe drauf. Jetzt mache ich Löcher um die Lupe. Danach entferne ich den Kreis. Jetzt trage ich Kleber um den Rand des Lochs auf. Und klebe dann die Lupe an. Passt perfekt.
Ich denke, das war's. Wow, nie wieder langweilige Zeitung. Denn ich habe jetzt das hier. Mein Handy lege ich da rein und mach den Deckel drauf. Jetzt habe ich mein eigenes Kino. Die Oper war wunderbar, Mami. Oh, wow. Guck mal, Mami. Ich will das auch haben. Die Pennerin? Ach, du meinst den Projektor. Was wollt ihr? Bitte sehr, mein Schatz. Der ist nicht zu verkaufen. Oh. Nee. Wie bitte? Weißt du nicht, wer wir sind? Komm, Süße. Wir können alles kaufen. Jetzt hör mir zu. Mein kleines Mädchen möchte diesen Projektor. Sie steht mir im Bild. Hey, weg da. Los jetzt, haut ab. Oh, das werden wir nicht. Warte, bis die Mädels im Country Club davon hören. Ihr fangt an, mich zu nerven. Was macht ihr da? Mami, was ist passiert? Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Cool, eine Gratis-Zaubershow. Wo sind wir? Und was haben wir an? Lasst uns feiern, Mädels. Selfie. Hey, aufmachen. Habt ihr das gehört? Wer kann das sein? Hi. Was ist hier los? Ihr nervigen Kinder und eure laute Musik. Oh, ich versuche zu schlafen. Was? Wer hat die Oma bestellt? Oma? Unerhört. Dir werde ich's zeigen. Kann eine Oma sowas? Ah! Was für ein Adrenalinkick. Das war gut. Oh. Okay, das war ziemlich übertrieben. Ich hätte leiser machen sollen. Hast du das gesehen? Und was machen wir jetzt? Guck's dir an. Das geht nicht mehr. Die Oma war echt wütend. Kann jemand Beatboxen? Die Party ist vorbei. Lasst uns abhauen, Mädels. Aber... Ach, das ist voll mies. Wenigstens habe ich Snacks und Getränke. Und muss nicht teilen. Das bringt mich auf eine Idee. Ich brauche noch eine Pappröhre. Die hat die perfekte Größe. Jetzt brauche ich mein Telefon. Ich mache unten einen Strich. Das war's. Jetzt schneide ich das aus. Die Rolle braucht noch Farbe. Mir gefällt lila. Ich bemale sie komplett. Schon trocken. Jetzt brauche ich zwei Becher. Ich habe Löcher reingeschnitten. Die stecke ich an beide Enden des Rohrs. Genau so. Und fertig. Ich habe ein Lautsprechersystem gebastelt. Probieren wir es aus. Ich stecke mein Telefon in den Schlitz und spiele meine Musik ab. Jetzt lasst uns tanzen. Das ist schon besser. Coole Party, Grace. Ich denke, alles ist bereit. Oh, hey, Mandy, du bist schon da. Hier wohnst du? Oh, naja, hi. Setz dich, mach's dir bequem. Hoffe, du magst Chips. Ich lieb die. Oh, okay, danke. Ich hab auch Hunger. Das klappt nicht. Ich war heute bei der Maniküre. Ich komm nicht ran. Na los, ich will diese Chips. Total frustrierend. Okay, jetzt aber. Oh, mein schöner Fingernagel. Das ist deine Schuld. Wow, warte, ganz ruhig. Ich krieg das wieder hin. Und ich brauche nur diese Untersetzer. Na gut, den Karton. Guck's dir an. Ich lege sie auf den Tisch. Jetzt brauche ich meine Klebepistole. Ich trage den Kleber an der Kante auf. Aber nur auf einer Seite. Den klebe ich auf das andere Stück. Ich drücke es an, damit es auch festklebt. Aus dem Stück habe ich einen Kreis ausgeschnitten. Ich trage wieder Kleber auf und klebe es hier hin. Jetzt klebe ich ein rundes Stück Pappe auf dieses Quadrat. Direkt in die Mitte vom Rand. Und auch auf der anderen Seite. Jetzt wickle ich den Karton um die Kreise. Mit diesen Streifen kann ich das fixieren. Das scheint zu halten. Ich habe in beide Kreise ein Loch gemacht. Und da stecke ich einen Holzspieß durch. Perfekt. Das kommt jetzt in meine Box. Ich habe ein Loch in jede Seite gebohrt, damit das hält und sich dreht. Jetzt mache ich die Box fertig. Obendrauf kommt eine Scheibe. Ich habe noch zwei Boxen gemacht. Auf so ein Stück Karton kommt oben Kleber drauf. Das wird meine Basis. Ich halte es fest, bis es klebt. Jetzt noch die lange Seite. Auf den Boden klebe ich noch ein langes Stück Karton. Jetzt kommen da meine Boxen rein. Ich habe sie oben angeordnet. Sieht gut aus. Jetzt haben wir einen Chipsspender. Wow, der ist fantastisch. Ich nehme die hier. Der funktioniert nicht. Soll das ein Witz sein? Ach, ich zeig's dir. Dreh einfach die Scheibe. Und die Chips fallen in den Becher. Wow, das ist echt cool. Und ich habe mir keinen Fingernagel abgebrochen. Die mag ich. Ich habe jetzt auch Appetit. Und ich habe mir welche verdient. Die sind lecker. So schlimm ist das doch nicht. Nee, ist cool. Mein Bild sieht toll aus. Was mache ich jetzt? Ich spiele ein bisschen. Ra, ra, nimm das. Ich liebe Dinos. Die sind voll cool. Und wären die besten Haustiere.
egal. Wo war ich? Ach ja. Oh, meine Grace. Sie hat eine so lebhafte Fantasie. Ich wünschte, ich könnte etwas für sie tun. Mal überlegen. Oh, das würde ihr gefallen. Aber das ist zu teuer. Das kann ich mir nicht leisten. Was mache ich jetzt? Warte mal. Ich kann ihr stattdessen etwas basteln. Dafür brauche ich nur ein paar Kisten. Und wir haben mehr als genug. Ich fange mit dieser großen Kiste an. Und hier ist meine Schere. Ich mache hier einen diagonalen Schnitt. Der geht runter bis zur Ecke. Das mache ich auch auf der anderen Seite. Jetzt brauche ich meine Klebepistole. Ich trage Kleber entlang der Kante auf, aber ohne ihn zu verschmieren. Jetzt klebe ich die Klappen zusammen und hier mache ich ein Loch rein. Aus der zweiten Kiste habe ich einen Dinosaurierkopf gemacht. Der kommt oben drauf. Jetzt anmalen. Grün passt perfekt zum Dinosaurier. Und mit Sprühfarbe geht's richtig schnell. Aber es gibt noch mehr zu tun. Ich mache eine Linie Kleber auf den Kopf, um dieses stachelige Teil drauf zu kleben. Sieht gut aus. Das mache ich auch auf der Rückseite. Ich fange oben an und gehe nach unten. Hier kommt der Schwanz ran. Jetzt noch die letzten Details. Probier es an, Süße. Oh, wie cool. Ich bin ein echter Dino. Roar! Huh, bleib zurück. Ich werde dich kriegen. So furchterregend. Ich könnte einen Tag im Spa vertragen. Aber was soll ich machen? Und wenn ich mir diesen Schmuck anschaue, früher hatte ich Diamanten und goldene Armbänder. Alles hat sich extrem geändert. Aber ich finde den hübsch, Mama. Du siehst immer so schön aus. Das ist lieb von dir. Ich muss los. Tschüss, Grace. Hab einen schönen Tag, Mama. Das ist meine Chance. Ich kann in Mamas Schmuckkästchen plündern. Wow, die ist schön. Ich werde wie ein Model aussehen. Was ist hier noch drin? Schicke Ohrringe. Und diese Ringe. Wow. Endlich zu Hause. Ich fühle mich so erwachsen. Mama ist schon zurück? Oh, das ist nicht gut. Hi, Grace. Ich bin wieder da. Ich muss mich entspannen. Was mache ich jetzt? Alles verheddert. Ich bekomme voll den Ärger. Komm schon. Oh, das klappt nicht. Drosseln wir das Tempo. Perfekt. Wow. Hey, das ist ziemlich cool. Hätte nicht gedacht, dass das klappt. Mama? Sie merkt nicht, dass ich hier bin. Hey, ich kann den Karton nehmen. Ist genau, was ich brauche. Ich lege meine Hand drauf und zeichne drumherum. Ich mache den Umriss meiner Hand. Das wird toll. Und Mama wird beeindruckt sein. Okay, das ist geschafft. Jetzt schneide ich die aus. Dann kommt Kleber drauf. Ich trage den auf die Handfläche auf. Es darf nicht zu wenig sein. Das sieht gut aus. Da klebe ich eine zweite Hand drauf. Und dann wird das angemalt. Dieses Orange ist schön leuchtend. Gefällt mir. Jetzt muss es trocknen. Ich mache noch einen Sockel aus einem runden Stück Karton. Und so sieht's fertig aus. Schlag ein! Oh, ich habe Mama vergessen. Ich kann nicht den ganzen Tag rumhängen. Ich habe noch einiges zu tun. Entschuldigung, ich muss durch. Ups, die hätte ich fast vergessen. Das Rumgehetze macht hungrig. Ich brauche einen Snack. Und ich weiß, wo ich den herbekomme. Mama hat sicher nichts dagegen. Lecker! Du bist doch eh auf Diät, Mama. Puh, ich bin fix und fertig. Zurück zur Normalität. Hey, Mama! Was ist hier los? Schau dir meine Halsketten an. Was hast du getan? Kein Grund zur Panik. Alles unter Kontrolle. Was ist das? Ist das für meinen Schmuck? Was für eine gute Idee. Ich stecke hier meine Ringe drauf. Das ist großartig. Alles ist ordentlich aufgeräumt. Unglaublich, dass du das gemacht hast. Du bist so begabt. Ja, ich weiß. Und das ist wirklich handlich. Verstanden? Du verdienst eine Belohnung. Hä? Wie ist das passiert? Sehr seltsam. Danke, Mama. Ich liebe Schokolade. Voll lecker. Hier, bitte sehr. Danke, Schatz. Lass dich umarmen. Oh, Backen ist so entspannend. Hä? Was ist los? Ein Erdbeben. Warte mal. Was ist hier los? Ich fühle mich so lebendig. Wow, so hoch. Piep, piep, ich komme. Aufhören, hört auf. Ich glaube, ich brauche noch ein paar Stunden. Warum bin ich nicht überrascht? Lexi!
Hey, Mama! Woo! Hey, wer hat das Licht ausgemacht? Aber warum mache ich mir die Mühe? Das war lustig. Stehst du da schon lange? Tief einatmen. Sieh was? Ich habe genug von diesem Blödsinn. Ihr nehmt euch jetzt eine Auszeit. Und ich nehme euch euren Spaß weg. Die kommen auch weg. Auch die Pflanzen. Das ist eure eigene Schuld. Denkt jetzt mal darüber nach. Schluss mit netter Mama. Das war ganz schön extrem. Ihr bleibt hier drin. Das ist ungerecht. Vielleicht war ich etwas zu hart. Nehmt das. Viel Spaß beim Lesen. Ein Buch? Ist ja wie in der Steinzeit. Als ob ich ein Buch lesen würde. Passe. Ach, mir ist so langweilig. So ein klibberiger Popel. Hey, was soll das? Das ist mein Platz. Nimm deine Füße von mir. Du bist echt blöd. Warte. Was hast du vor? Wir teilen das Zimmer. Meine Seite, deine Seite. Gute Idee. Komm aber nicht rüber. Kapiert? Ha, ich hab das Buch. Wenigstens hab ich was zu tun. Wow, das ist ja lustig. Hey, ich hab eine Idee. Guck dir mal das Titelbild an. Wir könnten uns eine Burg bauen. Wow, das wäre voll cool. Worauf warten wir noch? Was nehmen wir dafür? Pass auf, wo du hingehst. Wir brauchen was für die Wände. Aber was? Ich habe keine Idee. Hey, was ist das? Genau, was wir brauchen. Guck mal, was ich gefunden habe. Die Holzpaletten könnten wir nehmen. Und draußen gibt's Pappe. Ich brauche das. Komm mit. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Ich weiß, was ich tue. Solange ich nicht runterfalle, ist es okay. Alles unter Kontrolle. Ich wusste nicht, dass es so weit nach unten geht. Puh, ich hab's geschafft. Jetzt hole ich die Pappe. Das könnte ein Problem werden. Ich bin erleichtert. Niemand darf mich sehen. Ich verhalte mich ganz normal. Als ob Pappe klauen was Alltägliches ist. Hey, Sky! Hilf mir! Muss ich mich um alles kümmern? Schon gut. Ich weiß, was zu tun ist. Zieh dich an meiner Jogginghose hoch. Könnte zu kurz sein. Schon besser. Da kommen sie. Hab sie. Zieh mich hoch. Gut gemacht, Lexi. Jetzt können wir die Burg bauen. Sky, hast du keinen Rasierer? Du siehst aus wie Bigfoot. Ist eine Weile her, dass ich gewachsen habe. Voll peinlich, aber egal. Wir haben eine Burg zu bauen. Wir stellen die Pappe an den Seiten der Paletten auf und nageln sie mit dem Hammer fest. Ist nicht so schwer, wie es aussieht. Ich schlag einfach mit dem Hammer drauf. So weit, so gut. Das sieht gut aus. Und das sind die Festungsmauern. Habe ich selbst gemacht. Ich klebe die oben an die Wand. So, jetzt die anderen. Ich habe die hier. Sieht gut aus. Total aufregend. Wow, guck's dir an. Irgendwas fehlt. Was denn? Wie kommen wir da rein? Wir brauchen ein Tor. Da ist es. Keine Ahnung, wie du das gemacht hast. Aber ich beschwere mich nicht. Gefällt mir. Ich habe noch eine Idee. Ich mache Löcher rein. Jetzt haben wir Fenster. Das ist perfekt. Wow, ich bin echt beeindruckt. Wir müssen sie noch streichen. Los geht's. Die Farbe gefällt mir. Wow, sieht fantastisch aus. Wollen wir reingehen? Na klar. Total gemütlich. Aber ein Schild fehlt noch. Hä? Was machst du da? Kein Zugang? Das ist nicht fair. Gut, dann gehe ich eben durchs Fenster. Zurück mit dir. Nein, kein Zutritt. Du darfst nicht rein. Du bist gemein. Was willst du jetzt? Du hast nicht mal ein Dach. Sieht doch blöd aus. Du bist ja nur neidisch. Tschüss. Sie denkt, sie sei super schlau. Warte mal. Ich habe da eine Idee. Der Hula-Hoop-Reifen wird mir dabei helfen. Und auch diese Vorhänge. Das könnte klappen. Ich binde die Vorhänge um den Hula-Hoop-Reifen. Genau so. Und jetzt drehen. Whee! Was macht sie da? Das muss ich genauer ansehen. Das ist lustig.
Wow, der Raum dreht sich. Warte, das brauche ich. Das wäre das perfekte Dach. Ich will das haben. Aber wie? Hey, ich hab's. Lexi steht total auf Süßigkeiten. Oh, Lexi. Hey, Lexi, alte Freundin, Kumpeline. Du willst was? Ich gebe dir dafür die Schokobonbons. Die mag ich. Wir sind im Geschäft. Gib her. Kannst du mir helfen? Klar, dann los. Ziehen, ziehen. Noch ein bisschen. Gleich geschafft. Das müsste reichen. Wow, total hübsch. Es ist magisch. Ich leg den Efeu um die Burgmauern. Und der Korb mit Blumen kommt hierhin. Wow, ich hätte nie gedacht, wie cool die wird. Ist wie aus einem Märchen. Ich bin stolz drauf. So schön. Und Mami hat uns geholfen. Wer hätte gedacht, dass ein Buch so nützlich ist? Ja, finde ich auch. Hm, das ist perfekt. Was jetzt? Ich brauche was zur Inspiration. Oh, ich schau mal nach. Hey, gib's her. Lass los. Guck, was du gemacht hast. 3, 2, 1, los. Nimm das. Mehr hast du nicht drauf. Ich hab noch nicht mal angefangen. Haha, gewonnen. Ich kann sie nicht schlagen. Gib mir einfach das Buch. Du wirst es noch zerreißen. Nein, du. Guck, was du getan hast. Du bist echt blöd. Halt die Klappe. Du machst alles kaputt. Ich hau ab. Gut, ich will dich sowieso nicht hier haben. Das nehme ich aber mit. Autsch, das tat weh. Was ist das? Hä? Ein Eierkarton? Wie ist der denn da drunter gekommen? Total seltsam. Aua, ich glaube, das sind noch mehr. Krass, warum sind die mir noch nie aufgefallen? Und da ist sogar ein Ei. Mäh, mag ich nicht. Hey, pass auf, mein Poster. Aber die kann ich gebrauchen. Ich werde sie stapeln. Ist wie ein lustiges Spiel. Phew, das war anstrengend. Jetzt lege ich sie vorsichtig auf die Seite und fächere sie auf. Daraus soll ein Kreis werden. Genauso. Cool, aber ich bin noch nicht fertig. Ich weiß nur nicht, was noch fehlt. Ahem, vielleicht kann ich helfen. Ich habe hier einen schönen weichen Schaumstoff. Oh, das ist aber nett. Ich wusste, dass er dir gefällt. Oh, ich weiß, was noch fehlt. Wir brauchen diese Decke. Cool, jetzt haben wir einen Sitzplatz. Und der sieht bequem aus. Testen wir ihn. Fühlt sich gut an. Sky, runter von meinem Stuhl. Oh, na gut. Toll, die Unterlage hat sie von mir. Der ist so weich. Du kannst diesen Teil vom Buch haben. Hm, was jetzt? Hier gibt's so viele schöne Bilder. Okay, Zeit zum Tauschen. Oh, was ist das denn? Ja, das habe ich schon gesehen. Ich wollte schon immer ein süßes Haustier haben. Du kannst unser Wachhund sein. Wacheisbär. Was ist das? Es ist Weihnachten. Nein, du bist viel zu früh dran. Und du siehst lächerlich aus. Egal, guck dir das an. Was? Du wirst beeindruckt sein. Ist ein bisschen staubig. Gleich werde ich dich umhauen. Ziemlich cool, was? Sieht doch dumm aus. Ich brauche nur noch Wolle. Die ist perfekt. Ich nehme mir was. Sky wird's nicht merken. Ich wickle die Wolle hier drum. Ich muss die schön eng wickeln. Ist irgendwie ganz entspannend. Hey, mein Pullover. Was machst du da? Siehst du? Ich wusste, dir gefällt's. Ich muss gleich kotzen. Du schaffst das schon. Mir wird schwindelig. Hör auf, Lexi. Ich fühle mich nicht gut. Guck, was du gemacht hast. Und jetzt ist mir kalt. Aber das ist es wert. Jetzt schneide ich die Wolle auf. Ich gehe mit der Schere einfach an der Kante lang. Gleich fertig. Jetzt mache ich das auf und wir haben einen Bommel. Die ist so flauschig. Gib's zu, du bist beeindruckt. Wow, hier ist noch ein alter Pulli. Gib her. Das macht echt Spaß. Puh, ganz schön lang. Zieh weiter. Ich wickle wieder die Wolle um das Teil.
und dann wird geschnitten. Schon haben wir eine gelbe Bommel. Das ist cool. Mal sehen, wie viele wir haben. Wow, eine ganze Menge. Juhu, nimm das. Hey, nicht ins Gesicht. Hey, lass sie uns über das Burgtor hängen. Hä? Hm, gute Idee. Versuchen wir es. Hoffe, das klappt. Wow, das gefällt mir. Ich wusste es. Sorry, ich konnte nicht widerstehen. Das war lustig. Hey, lass uns ein Foto vor der Burg machen. Ja, das machen wir. Bereit? Oh, wir sehen süß aus. Bleib da sitzen. Wie sehe ich aus? Du bist ein Naturtalent. Halt das Buch hoch. Big Love. Guck mal. Es ist so ruhig hier drin. Fast schon zu ruhig. Hey Mama, wir haben einen tollen Tag. Meine Mädchen. Dann lasse ich euch mal. Ich habe so viel Spaß. Oh, das ist ein tolles Foto. Ach, mir ist so warm. Puh, ich habe hier was zu trinken. Mehr, ich brauche mehr. Weg mit euch, ich brauche das Wasser. Nein! Das fühlt sich so gut an. Hey, zurück mit dir, das ist meins. Aber mir ist so warm. Ah, das habe ich gebraucht. Warte mal, ich habe eine Idee. Ich schneide eine Lasche in den Becher. Dann drücke ich den unteren Teil platt. Jetzt schneide ich die Lasche ab. Dann klappe ich den Boden hoch. Da mache ich ein Loch rein. Jetzt stecke ich ein Gummiband durch das Loch. Und zieh daran. Aber ein Stück muss noch rausstehen. Da schiebe ich einen Zahnstocher durch. Ich habe Tropfen aus Pappe ausgeschnitten. Und die klebe ich an den Holzspieß. Ich habe verschiedene Farben gewählt. Dann schiebe ich noch einen Holzspieß hinten durch den Gummi. Jetzt wird dekoriert. Das sind die letzten Handgriffe. Jetzt kann man den Holzstab drehen. Hey Claire, guck mal, was ich hier habe. Oh, was ist das? Das wird dir gefallen. Wow, das ist ja cool. Genau, was ich brauche. Oh, Whiskers, du bist so flauschig. Ihr seid meine besten Freunde. Wir haben so viel Spaß zusammen. Aber eine Sache habe ich lieber als meine Teddys. Süßigkeiten. Süße, süße Süßigkeiten. Mh, so lecker. Wo kommt der denn her? Mami, Hilfe! Lexi, was ist los? Mami ist hier. Ist okay, mach dir keine Sorgen. Aber mein Zahn sollte in meinem Mund sein. Ich nehme den. Na los, gib ihn her. Ist doch seltsam. Den musst du unters Kopfkissen legen. Dann besucht dich die Zahnfee. Okay, wenn du das sagst. Wenn du aufwachst, gibt es eine schöne Überraschung. Ist schon morgen? Warte, mein Zahn. Wahnsinn, Mama hatte recht. Ich bin reich, voll cool. Oh, guck mal, du hast so viel Glück. Hm, wo soll ich die hintun? Bewahre sie an einem sicheren Ort auf. Und ich weiß auch wo. Ich schneide Quadrate aus diesem Stück Karton aus. Jetzt muss ich sie zusammensetzen. Ich fange mit einem Quadrat an. An einer Seite trage ich Kleber auf. Dort klebe ich ein Quadrat an. Das gleiche mache ich auf der anderen Seite. Langsam nimmt es Form an. Jetzt habe ich einen Rahmen. Dann klebe ich ein Quadrat mit offener Seite ein. Obendrauf kommt ein weiteres Quadrat. Aus diesem Quadrat habe ich die Mitte ausgeschnitten. Ich trage an drei Seiten Kleber auf. Ich darf keine Stelle auslassen, denn ich möchte, dass alles gut hält. Schließlich soll da Lexis Geld rein. Jetzt klebe ich den Rahmen an. Und ein weiteres Stück kommt nach innen. Zwischen beiden Teilen bleibt eine Lücke. Und das kommt oben drauf. Das legen wir erstmal beiseite. An dieses Quadrat mache ich Klebeband dran. Und klebe es an die kleine Kiste. Das Klebeband ist wie ein Scharnier. Jetzt kann ich alles zusammensetzen. Das wird eine Schublade. Aber es gibt noch mehr zu tun. Ich mache Kleber auf die Schublade. Dafür brauche ich eine Menge. Ich habe ein schmales Rechteck ausgeschnitten, das ich an die Schublade klebe. Ich drücke es an, damit es auch festklebt. Dann klebe ich noch ein Quadrat hinten an. Jetzt muss ich das noch dekorieren. Und dafür nehme ich dieses Bild von Kitty. Jetzt kommt der lustige Teil. Ich gebe ihr eine gelbe Nase. Und eine schöne rote Schleife. Sieht schön aus. Das klebe ich jetzt an die Kiste. Hm, da fehlt noch etwas. Das Kätzchen braucht Pfoten. Ich will das gleich Lexi zeigen. Guck mal, was ich hier habe. Wow, das ist ja toll. Das ist eine Spardose für dein Geld. Leg die Münze in die Schublade und mach sie zu. Jetzt kommt der magische Teil. Die Münze verschwindet. Wo ist sie, Mama? Schüttle mal. Die Münze ist da drin.
Puh, ich dachte schon, die ist weg. Danke, Mama, das ist toll. Hä? Was ist los? Hm, schauen wir mal. Oh, Lexis Geschenk. Zum Glück habe ich das schon. Es ist genau hier. Ich weiß, dass ihr das gefallen wird. Ist ja auch lustig. Der Frosch sieht so glücklich aus. Aber ich gebe ihr den nicht einfach so. Ich habe eine schöne Geschenkbox. Ich bin gespannt, ihr Gesicht zu sehen. Sie wird total überrascht sein. Oh, ich glaube, da kommt Lexi. Ich verstecke das hinter den Kissen. Hallo, Süße. Hey, Mami. Setz dich. Nein, nicht da. Hm? Was war das? Ich habe Angst, nachzugucken. Ist okay, Mama. Juhu. Bitte hör auf. Oh, guck mal. Oh, der Krake ist traurig. Sieht aus wie du. No. Ich wollte doch nur was Nettes tun. Ich schau mal lieber nach. Oh, guck dir das an. Es ist kaputt. Vielleicht merkt Lexi das gar nicht. Ich könnte ihr das als Puzzle schenken. Ach, was soll's. Das gehört in den Müll. Oh, ich denke, ich weiß, was ich tun kann. Und diese Kiste hilft mir. Den Karton habe ich in Quadrate geteilt. Dann brauche ich einen Cutter. Mit dem schneide ich die Teile aus. Ich brauche verschiedene Formen. Ich denke, ich habe jetzt alle. Ich fange mit den langen Rechtecken an. Mit denen baue ich eine Kiste. Ich klebe zwei Rechtecke jeweils auf jede Seite. Dann brauche ich ein Quadrat. Das Teil mit der Rundung kommt unten hin. Jetzt brauche ich eine leere Wasserflasche. Ich mache unten ein Loch rein. Mit einem Lötkolben geht das ganz einfach. Ins Loch stecke ich einen Trinkhalm. Der muss dort fest sitzen, also mache ich Kleber rundherum. So wird das auch gleich versiegelt. Ich warte, bis es fest ist. Dann stelle ich sie in die Box. Ich habe ein Loch in dieses Stück Karton gemacht, wo der Trinkhalm durchkommt. Dann kommt der Deckel für die Box. Diese Wellpappe ist eine tolle Begrenzung. Sie schmiegt sich perfekt um die Kurve. Mit Kleber fixiere ich sie. Und jetzt wird dekoriert. Ich fange oben mit rosa Papier an. Das ist eine schöne Farbkombination. Ich klebe noch Dino-Aufkleber drauf. Ich halte mit meinem Finger den Trinkhalm zu und befülle die Flasche. Das ist jetzt ein bisschen knifflig. Gut, dass ich eine ruhige Hand habe. Das ist genug Saft. Jetzt mache ich den Deckel drauf. Und ich kann meinen Finger wegnehmen. Wow, das sieht toll aus. Wusste gar nicht, dass ich so kreativ bin. Eine Sache fehlt aber noch. Lexi, ich hab was für dich. Wow, ist das ein Getränkespender? Ist es. Versuch's doch mal. Na los, stell das Glas auf den Sockel. Wow, so viel Verantwortung. Braves Mädchen, jetzt muss ich nur den Deckel etwas aufschrauben. Und der Saft fließt raus. Ist das Glas voll, einfach wieder zuschrauben. Nimm dir deinen Saft. Genau, was ich jetzt brauche. Ich habe nämlich Durst. Der ist gut. Danke, Mama. Oh, was hast du denn gegessen? Essen, Essen, Essen! Komm schon, Mama, ich hab Hunger! Geduld, Liebes. Ich hoffe, es schmeckt dir. Das sieht gut aus. Warte mal, warum hat Mama Stäbchen? Und ich hab nur diese blöde Gabel. Das sieht lecker aus. Hä, was ist los? Die nehme ich. Die gehören Mami. Iss bitte deinen Reis. Nein, den will ich nicht. Claire, iss deinen Reis. Ich will Stäbchen. Okay, dann nimm sie. Wow, fantastisch. Okay, wie benutzt man die Dinger? Gib mir eine Sekunde. Ich muss nur noch mehr üben. Hey, ich habe ein Korn. Langsam, noch ein Stückchen. Fast geschafft. Ich hab's, hast du das gesehen? Ich versuch's nochmal. Guck mal, Mama, ich bin ein Walross. War wohl ein bisschen zu ehrgeizig. Ich versuch's mal anders. Ich stech mit den Stäbchen in den Reis. Ha, ich wusste, dass das klappt. Autsch. Das sieht nicht gut aus. Claire, vielleicht wenn du... Das wird ein langes Mittagessen. Außer... Ich weiß, diese Zahnstocher werden helfen. Die kommen wie gerufen. Aber eine Sache brauche ich noch. Diesen Zettel. Gib mir einen Moment, Claire. Ich lege den Klebezettel auf den Tisch. Jetzt kommt ein Zahnstocher. Ich klebe ihn auf den Klebezettel und falte ihn um den Zahnstocher. Das darf nicht zu locker werden. Ich möchte, dass das Papier fest um den Zahnstocher liegt. Dann brauche ich Kleber. Ich trage ihn der Länge nach auf. Das müsste reichen. Dann rolle ich das Papier weiter auf und so wird es versiegelt. Dann knicke ich das in der Mitte. So bekomme ich eine V-Form. Jetzt stecke ich einen Zahnstocher ins Papier. Und auch auf der anderen Seite. Ich schiebe sie da rein und habe Essstäbchen für Anfänger. Oh, Claire, das musst du sehen. Die habe ich für dich gemacht. Wow, winzige Essstäbchen. Ich fühle mich so groß.
Ich will die gleich ausprobieren. Mit denen wird's viel einfacher. Los geht's. Wow, hast du das gesehen? Lecker. Ich will mehr. Ich hab's drauf. Oh, guck dir das an. Ich mach das wie ein Profi. Ja, das machst du toll, Süße. Kann ich endlich essen? Ich hab Kohldampf. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Ich kann's kaum erwarten, dass... Claire, was machst du da? Du kannst mich nicht aufhalten, Mama. Wow, ich bin beeindruckt. Oh. So viele Geschmacksrichtungen. Ich werde nie wieder eine Gabel nehmen. Danke, Mama. Kein Problem. Juhu, ich bin zu Hause. Die Schule ist aus. Benimm dich, Claire. Bye, bye. Oh, hätte ich fast vergessen. Was? Mit Kunst kann ich meine Gefühle ausdrücken. Ich fühle mich so gut. Oh, Herr Mama. Gefällt dir, was ich hier gemacht habe? Das ist ein Chaos. Wie ist das überhaupt möglich? Ich war nur eine Sekunde weg. Ich fühle mich nicht so gut. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das war's. Mir bleibt nur eine Sache übrig. Ist das ein Lolli? Oh, hübsch. Den will ich. Komm und hol ihn dir. Weiter. Heute ist mein Glückstag, hm? Ich muss schnell sein. Ich leg die Plastikfolie um das Tischbein. Dann spanne ich sie um die Tischbeine herum. Ich baue Schicht für Schicht auf. Ich umzäune Claire quasi. Hast du was gesagt? Claire, der ist für dich. Oh, wirklich? Ich spüre, wie meine Kreativität fließt. Und ich kann jetzt aufräumen. Ja, das ist eine gute Idee. Puh, der ist schwer. Oh nein, bleib stehen. Die Farbe geht nicht ab. Warum habe ich nur das Malset gekauft? Mama, guck mal meine Zeichnung. Puh, ich bin fertig. Oh, die ist schön. Ja, ich weiß. Mein Baby ist eine Künstlerin. Das ist jetzt dein neues Studio. Cool, ich liebe diesen Aufkleber. Der kommt hier hin. Wo gehst du hin, Mama? Wir gehen raus. Du kommst mit. Welche Schuhe ziehe ich an? Die Auswahl ist groß. Welche nehme ich? Oh, ich weiß. Ich werde schick aussehen. Wie immer, Süße. Oh, Claire, du bringst mich zum Lachen. Okay, Mama, ich bin soweit. Los geht's. Nein, zieh deine Schuhe richtig an. Na gut, ich wollte mal was anders machen. Beeilung, wir wollen nicht zu spät kommen. Wo sind meine Schlüssel? Ich bin ein Flugzeug, Mami. Das ist schön, Schatz. Was zum... Claire, was habe ich gesagt? Deine Schuhe gehören an deine Füße. Das haben wir doch schon durch. Wer ruft an? Ich habe keine Zeit dafür. Oh, hallo, wir sind gleich da. Ja, ich weiß. Nie darf ich Spaß haben. Mama wird stolz sein. Ich habe die ganz alleine angezogen. Guck mal, Mama. Was? Das ist nicht richtig. Ich glaube schon. Wir kommen nie los. Was denn jetzt? Komm mal her, ich helfe dir. Ich wusste, dass du das sagst. Gib mir deine Schuhe. Die will ich aber wieder haben. Sie sind verkehrt herum. So muss das aussehen. Das ist der rechte Fuß und das der linke. Was immer du sagst, Mama. Ich spiel gerade mit den Aufklebern. Claire, pass auf. Durchatmen, erinnere dich an deine Yogastunden. Was machst du jetzt? Ich mach mich hübsch. Das bringt mich auf eine Idee. Und ich brauche nur einen Aufkleber. Oh, der ist süß. Der wird dir beim Anziehen deiner Schuhe helfen. Ich stell deine Schuhe hier hin. Dann brauche ich eine Schere. Interessant. Warte mal. Was machst du da? Du bist ein Monster. Ich weiß, was ich tue. Schon gut, Süße. Ich klebe die Hälften in deine Schuhe. Ich klebe sie innen rein. Genau so. Jetzt musst du nur noch die Hälften zuordnen. Und deine Schuhe kommen an die richtigen Füße. Ich guck mir das mal an. Nee, scheint nicht richtig zu sein. Hey, ich hab's. Guck mal, ich hab's richtig. Gut gemacht, Süße. Jetzt kannst du sie anziehen. Das ist so cool. Ich fühle mich wie eine Erwachsene. Bin fertig, Mama. Ich bin die Größte. Oh ja. Mein kleines Mädchen wird erwachsen. Och, nicht schon wieder. Wer ist das denn? Ich dachte, wir gehen jetzt. Oh, ich weiß, was ich mache. Wir brauchen nicht mehr lang, noch 10 Minuten. Hey, Mama, ich habe deine Schuhe verschönert. Schön modisch, stimmt's? So viele Aufkleber. Sie sind überall. Was hast du getan? Ich habe sie verbessert. Danke. Das habe ich mir schon immer gewünscht.
komm, wir müssen jetzt los. Warte, eine Sekunde noch. Hätte ich fast vergessen. Nicht noch ein Aufkleber. Jetzt bin ich fertig. Was sagst du dazu? Ich gebe auf. Okay, ich bin jetzt da. Fangen Sie mit dem Unterricht an. Hä? Hi, ich mag deinen Mantel. Der ist so flauschig. Quatsch mich nicht an. Oh. Ich muss meinen Schmuck richten. Jeder soll ihn sehen. Ich habe einen Ruf zu wahren. Schaut jemand rüber? Okay, klasse. Ihr löst jetzt diese Aufgaben. Wow, das ist so grell. Ich kann nichts sehen. Glitzer, Glitzer. Oh, meine Augen. Nimm den Schmuck ab. Tut mir leid. Ich sehe nur gerne gut aus. Ja, das haben wir mitbekommen. Das ist so viel. Das passt nicht in meine Tasche. Meine Diener machen das normalerweise. Komm schon rein da. Was dauert das so lange? Ich will hier was lernen. Hm, vielleicht kann ich helfen. Ich weiß schon, mit meinem Notizbuch. Ich drehe es um und zeichne um meine Hand herum. Dann schneide ich das aus. Ich habe noch eine zweite Hand gemacht. Auf die eine trage ich Kleber auf. Ich verteile den Kleber großzügig, damit es richtig klebt. Da kommt nämlich die zweite Hand drauf. Und fertig. Ich finde das gut. Hey, Nora. Was? Ist das für mich? Hm, ziemlich gut. Ich stelle die auf meinen Tisch. Ist perfekt für meinen Schmuck. Sozusagen handlich. Danke, Streberin. Nicht der Rede wert. Du würdest das auch für mich tun, hoffe ich. Die sind für dich. Wow, wirklich? Ich fühle mich so schick. Juhu! Wow, das sieht fantastisch aus. Die Kreativität strömt förmlich aus mir heraus. Du wirst dich beeilen müssen. Die Prüfung ist gleich vorbei. Du hast noch 5 Minuten. Ich habe verschlafen. Dieser blöde Einhorntraum. Ich werde durchfallen. Ich habe nicht mal eine Staffelei. Ich muss mir schnell was einfallen lassen. Hm, die kann ich doch gebrauchen. Aber nur die Kiste. Ich habe die Teile zurechtgeschnitten und fange mit dem schmalen Streifen an. Ich werde den unten ans große Quadrat kleben. Nachdem ich Kleber aufgetragen habe, drehe ich ihn um und drücke ihn an. Dann kommt der größere Streifen. Ich trage wieder Kleber auf und klebe den oben drauf. Diese Teile arrangiere ich zu einem Winkel und fixiere sie mit diesem Quadrat aus Pappe. Da kommt Kleber drauf für das dritte Teil. Das wird nämlich der Ständer. Den drehe ich um und bringe das große Quadrat an. Jetzt habe ich eine Staffelei. Hä? Was ist das? Wohl noch nie eine Künstlerin bei der Arbeit gesehen? Jetzt kann ich anfangen. Los geht's. Oh, ich habe ja gar keine Farbe. Hey Elsa, du kannst was von meiner haben. Danke. Oh, die ist so schön intensiv. Jetzt kann's losgehen. Hm, ich folge meiner Inspiration. Was für ein gutes Ende. Das war's. Leg die Pinsel weg. Stopp, die Prüfung ist vorbei. Jetzt wird bewertet. Ausgezeichnete Arbeit. Wunderbar, Nora. Eine Kundin. Kann ich helfen, Madame? Ich weiß, was Ihnen stehen wird. Wir haben hier fabelhafte Outfits. Ich nehme das. Sie haben guten Geschmack. Haben Sie schon unsere Schuhkollektion gesehen? Wow, hier gibt es so viele schöne Sachen. Diese Schuhe sind wunderschön. Wie viel die wohl kosten? Was? Für ein paar Schuhe? Die bleiben hier. Ich check mal, wie viel Geld ich überhaupt habe. Wow. Diese Brille wird Ihnen fantastisch stehen. Wow, so schick. Oh, was haben wir denn hier? Die sind frisch aus Paris eingetroffen. Bitte sehr, ich weiß, Sie wollen sie. Und ich ziehe die gleich an. Ich werde reich. Dann brauchen Sie die Kiste ja nicht mehr. Das heißt, die gehört mir. Ich habe diese Formen ausgeschnitten. Dann brauche ich meine Klebepistole. Um die Schuhsohle klebe ich einen Streifen Pappe. Genau so. Dann kommt dieses Teil. Das klebe ich auch an. Es fehlt noch die Zehenabdeckung. Hey, das sieht schon gut aus. Jetzt kommt die Zunge rein. Dann stanze ich Löcher in den Karton. Und mache das Gleiche an den Seiten. Da kommen die Schnürsenkel durch. Jetzt male ich sie an. Und dann kommt der Senkel. Ich finde rosa Schnürsenkel süß. Die Jacke gefällt mir. Wow, diese Sneaker sehen schick aus. Wo hat sie die her? Die muss ich mir genauer ansehen. Oh Mann, ich liebe deine Schuhe.
Willst du meine Schuhe kaufen? Naja, die sind exklusiv. Noch besser. Ich zahle alles. Also, wenn du es so ausdrückst, meine Freunde werden neidisch sein. Genau, was ich wollte. Und ich kann jetzt shoppen gehen. Mit den Schuhen fange ich an. Wie cool. Der Schriftzug muss höher. Was? Na dann hilf mir doch. Fein, dann mache ich es eben alleine. Besser so? Ich werde nicht genug bezahlt für sowas. Alles soll perfekt sein. Die bunten Servietten sind eine tolle Dekoration. Sieht fantastisch aus. Ich bin hier fertig. Oh, ich bin müde. Klar, aufs Handy gucken ist anstrengend. Kannst du das nicht leise machen? Rufen Sie bitte einen Krankenwagen. Das ist so toll. Hey, was riecht hier so? Es stinkt. Ich muss das Zimmer erfrischen. Ich versprühe etwas Raumdeo. Hm, duftet wie eine Blumenwiese. Das Kleid ist süß. Warum ist das so schwierig? Hilfe, ich werde angegriffen. Oh, die Torte ist da. Das ist meine Chance, hier rauszukommen. Einen Moment, ich komme. Schön, dass du da bist. Bitte komm rein. Das ist meine beste Kreation. Sie ist ein Schmaus fürs Auge und den Gaumen. Bitte sehr. Wow, die sieht lecker aus. Ich bin schon gespannt drauf. Du bist ein Genie. Das ist für dich. Wäre doch nicht nötig gewesen. Das ist so nett. Du hast es getan. Ja, habe ich. Komm, lass uns feiern. Da bist du ja. Ich habe so viele Geschenke. Oh mein Gott. Hey, Girl. Schön, dass du gekommen bist. Geh rein. Jetzt kommt die Torte. Wünsch dir was. Das ist das Beste. Also, schönes Wetter haben wir. Hey, ich weiß. Halte die Augen zu. Oh, eine Überraschung. Ich muss mich beeilen. Hm, der Bilderrahmen ist gut. Ich brauche nur die Papprückseite. Da lege ich einen Teller drauf und zeichne drumherum. Den Teller brauche ich nicht mehr. Jetzt schneide ich den Kreis aus. Aber ich brauche zwei davon. Dann geht's mit diesem langen Streifen Pappe weiter. Mit Kleber fixiere ich die Enden. Ist der Kleber trocken, kann ich alles zusammenbauen. Ein Kreis kommt unten hin und der andere oben drauf. Ich klebe alles zusammen und male es rosa an. Das ist ein großes Stück. Kann ich jetzt gucken? Okay, alles Gute zum Geburtstag. Können wir noch eine Kerze anzünden? Alles Gute und viel Glück. Ich habe mir was gewünscht. Hoffentlich geht's in Erfüllung. Wuhu! Sieht lecker aus. Wow, die ist so locker leicht. Probier mal. Das war's mit der Diät. Meine Haare fühlen sich gut an. Ja, das ist schön. Och, mir ist langweilig. Können wir nicht irgendwas unternehmen? Komm mit, wir machen uns was zu essen. Hey, mein Schatz. Ich koche gerade Suppe. Planänderung. Was ist los? Setzt euch, rührt euch nicht von der Couch. Was ist los? Ich muss sie irgendwie bespaßen. Wie wär's mit Jonglieren? Oder wollt ihr ein Lied hören? Ups, sorry. Ich habe neue Tanzschritte drauf. Hä? Was war das? Das ist übel. Warte mal, wo ist mein Telefon? Hey, guck mal. Ich habe zwei Karten für das Fußballspiel. Wow, das wäre so cool. Nein, ich kann sie nicht gehen lassen. Ich muss was tun. Zum Glück habe ich einen Plan. Zuerst schneide ich Löcher in diese Kiste. Die Ausschnitte können weg. Dann steche ich Löcher in die Seiten. Immer im gleichen Abstand. Jetzt brauche ich grünes Papier. Darauf skizziere ich ein Fußballfeld ein. Die Linien ziehe ich dann mit Weiß nach. Jetzt zur Wäscheklammer und der Holzkugel. Die Kugel klebe ich an die Klammer. Davon brauche ich aber mehr. Ich schiebe einen Spieß durch sie durch und dann bemale ich sie. Die stecke ich jetzt in die Kiste. Und schon habe ich einen Kicker. Gleich kommt der Anpfiff. Hey, wo wollt ihr hin? Ihr könnt jetzt nicht gehen. Schaut mal, was ich habe. Ihr wolltet ein Fußballspiel. Hier habt ihr eins. Du wirst verlieren. Mehr hast du nicht drauf. Vorwärts, Blau.
Warte, warte! Tor! Die Menge taubt! Oh Mann, du bist so lustig und gut aussehend. Hey, was geht? Wow, guck mal, da ist Nora und ihr schickes Skateboard. Hey, hör auf damit! Wollt ihr was Cooles sehen? Zieht euch das rein. Bei ihr sieht das so einfach aus. Und so heiß. Ja, sowas passiert mir öfter. Nora, bekomme ich ein Foto? Mach aber schnell. Wie soll ich da mithalten? Wow! Ich falle! Autsch! Kann's denn noch schlimmer werden? Toll, meine Brille ist weg. Ich hätte auch gern so ein Skateboard. Schaut mich an, ich bin so toll. Heirate mich, Elsa. Du bist das Mädchen meiner Träume. Das war's, ich mach das. Zuerst baue ich den Pappkarton zusammen. Das dauert nicht lange. Okay, das war einfach. Jetzt brauche ich doppelseitiges Klebeband. Das kommt an beide Seiten. Da klebe ich jeweils eine Kiste an. Ich drehe sie um und mache Räder ran. Ich befestige sie in jeder Ecke. Langsam nimmt es Form an. Noch ein paar Details. Ich bin fertig. Okay, los geht's. Wow. Oh, hey Leute, schaut euch mal mein neues Skateboard an. Das ist ja erbärmlich. Wieso? Mir gefällt's. Hey, darf ich mal fahren? Wollt ihr mich verarschen? Oh, hallo? Ja? Dir gefällt, was du hier riechst, hm? Ein Sandwich. Ich würde eins nehmen. Okay. Oh, Geld? Ja, etwa so viel. Nimm das, okay? Ich hätte gerne ein Sandwich, bitte. Mit Vergnügen. Das wird das Beste, das du je gegessen hast. Du bekommst von mir extra viel Belag. Mit extra veganem Speck. Schau dir nur diese Schönheit an. Guten Appetit. Wow, das sieht wirklich toll aus. Danke. Was? Du bist plötzlich Hightech geworden. Roboter mögen Brote, oder? Wie cool. Langsam kommt hier wirklich Partystimmung auf. Und ich habe das alles selbst gemacht. Phew, ich hoffe, es gefällt Madison. Oh, ich muss noch die Geschenke einpacken. Und sieht doch super aus, oder? Vielen Dank. Oh, da ist sie ja schon. Wo soll ich das nur verstecken hier? Hier vielleicht? Happy Birthday! Jetzt bist du ein Jahr älter. Lass uns feiern. Wuhu! Oh nein, ihr Geschenk. Das sieht gar nicht gut aus. Und mein Geschenk? Mach die Augen zu, okay? Was mache ich denn jetzt nur? Ist da noch irgendwas zu retten? Ich hab's. Ich kann das in was Cooles verwandeln. Ich trage Heißkleber an der Basis des Quadrats auf. Dann lege ich ein Stück oben drauf und mache dasselbe nochmal. Dann klebe ich ein Stück an die Seite. So, und dann kommen noch ein paar Stücke in die Mitte. Ich sichere das Stäbchen mit etwas Kleber und dann kommt das hier oben drauf. Ich stelle alles oben drauf und füge noch weitere davon hinzu. Ich personalisiere es noch ein wenig und dann kommen die Süßigkeiten rein. Die hier mag Madison am liebsten. Sie wird das lieben. Das perfekte Geschenk. Und Augen auf! Ich wünsche dir einen süßen Geburtstag, Schatz. Soll das ein Scherz sein? Gummibärchen zuerst. Cool. Rot ist meine Lieblingsfarbe. Das ist der beste Geburtstag aller Zeiten. Und etwas Schokolade. Das ist sowas von cool. Komm, ich helfe dir bei denen hier. Bist du bereit? Wow, alles meins. Etwas Süßes für meine Süße. Phew. Ich lasse es regnen. Das mache ich den ganzen Tag, Leute. Oh yeah, ich habe so viel Geld, Baby. Sieht aus, als müssten wir etwas aufräumen. Ich helfe dir, Kleines. Oh. Bitte, das reicht jetzt. Was? Niemand sagt mir, was ich tun soll. Ach du meine Güte, das reicht jetzt, Madison. Komm zurück, habe ich gesagt.
Mach doch langsam. Ich bin echt zu alt für sowas. Oh, wie schade, dass du so alt bist. Womit habe ich das verdient? Oh, Moment, ich weiß, wie ich sie stoppen kann. Und ich brauche nur etwas Pappe. Ich stecke zwei Stäbchen in die Mitte des Quadrats und gebe zwei Federn darüber. Nun kommt dieses Teil oben drauf. Nur ein paar Seitenwände noch. Sind diese Augen nicht lustig? Und ein bisschen Farbe schadet auch nicht. Willst du mal sehen? Der ist ganz süß, oder? Schau zu und lerne. Hast du Hunger, kleiner Mann? Iss das auf. Was? Ich will das auch mal ausprobieren. Unglaublich! Yay, das funktioniert ja. Ja, natürlich. Und sieh an, wer nun die Münzen aufsammelt. So macht es viel mehr Spaß, was? Ja, ich bin sicher, er hat Hunger. Das macht echt Spaß. Ah, oh. Bitte sehr. Okay, liebe Leute, wer will mir helfen? Mal sehen. Was? Bin ich der Einzige hier? Wo sind denn alle? Okay, du. Natürlich. Viel Glück bei dieser Herausforderung. Ich werde mein Bestes geben, Miss. Na, das hoffe ich doch sehr. Okay. Oh, das ist interessant. Aber kein Grund zur Sorge. Ich mache nur ein paar Anpassungen. Versuch es doch einfach nochmal, hm? Na schön. Ich weiß nicht, was daran so schwer sein soll. Einfach die Zahlen so nachzeichnen? Ich bekomme auf jeden Fall eine 1 dafür. Das ist eine 4. Und dann noch eine. Sieht aus, als wäre ich fertig. Ups, kleiner Fehler. Tada! Ach du meine Güte. Ich mache das hier nur ungern, aber... Oh, ich schätze mal, das hier könnte helfen. Bitte sehr, Frau Lehrerin. Nun, versuchen wir das doch noch einmal. Mal sehen. Oh, ich glaube, ich habe die Lösung für unser Problemchen gefunden. Das brauche ich nicht. Aber der hier wird helfen. Yep. Ich brauche ein langes Rechteck. Und auf einer Seite male ich die Zahlen. Okay, ich bin wieder da. Bitte sehr, hier. Oh, das brauche ich definitiv nicht. Entschuldigung, ich habe etwas vergessen. Zuerst brauchen wir etwas Glitzer. Schau nur, wie sie fallen. Und nun haben wir hübsche Zahlen, siehst du? Wow, wie schön die glitzern. Dann versuchen wir es doch noch einmal, ja? Jetzt weißt du, was zu tun ist. Reine Magie. Läuft wie Butter. Finden Sie nicht auch? Nehmen wir nun die Schablone weg. Und schau sich das einer an. Das sind schon ein paar coole Zahlen. Und das heißt eine 1 plus für dich. Und ja, das habe ich mir absolut verdient. Mann, ich habe echt Kohldampf heute. Naja. Okay, nun zurück zur Arbeit. Oder vielleicht sollte ich erst abwaschen. Komm schon, nicht von mir herschieben. Schatz! Ach, da bist du ja. Ja! Zeit, dass du dich mal um den Abwasch kümmerst. Nichts da. Ich habe meine Aufgaben erledigt. Oh. Du bist dran, Dad. Lass mich kurz nachdenken. Nun, dieser Karton wird mir den Tag retten. Ich habe eine sehr gute Idee. Ich mache ein paar Schnitte und benutze Heißkleber entlang der Kante hier. Dann befestige ich diese Teile. Wenn ich fertig bin, platziere ich die Wäscheklammer hier unten. Und klebe diese kleinen Schilder dran. Und so wird's gemacht, Leute. Hast du Lust auf ein bisschen Flipper spielen? Cool! Der Verlierer muss abwaschen. Oh, Deal! Fang du doch ruhig an, Madison. Los! Oh, bring's um die Kurve. Fast geschafft. 20 Punkte. Yes! Okay, jetzt bin ich dran. Ha! Oh nein. Sieht aus, als würdest du abwaschen müssen, Dad. Viel Glück beim nächsten Mal. Na, wie läuft's, Dad?
Das hier muss auch gewaschen werden. Dankeschön. Flippern, was habe ich mir nur dabei gedacht? Zeit für meine Nachtruhe. Das fühlt sich so gut an. Seid ihr bereit für meinen Auftritt? Ich werde eure Ohren zum Bluten bringen. Madison, es ist viel zu spät für Rock'n'Roll. Guck mal, was ich gelernt habe. Bitte, ich brauche etwas Schlaf. Ach, na gut. Vielleicht kann ich ja leise spielen. Oh, das wird eine lange Nacht. Wuhu! Das hier ist für meine Fans. Yeah! Wuhu! Das reicht. Ist das der Karton, in dem die Gitarre geliefert wurde? Das ist die Antwort auf meine Gebete. Endlich ist Hoffnung in Sicht. Darf ich vorstellen? Meine Pappgitarre. Seht ihr den? Jetzt ist er halbiert. Ich platziere sie hier und benutze dieses Teil, um Löcher zu machen. Dann benutze ich eine Schnur, um die Saiten zu erstellen. Ich klebe sie fest, damit sie nicht verrutschen. Nun gebe ich Heißkleber auf die komplette Rückseite. Und fertig! Sieht total echt aus, was? Die Stunde der Wahrheit. Ich tausche die hier gegen diese aus. Das ging einfacher, als ich dachte. Endlich Ruhe. Gute Nacht, mein kleiner Rockstar. Ach, mir ist voll langweilig. Das ist jetzt wichtig, klasse. Sunny? Hä? Ja, klar. Jeden Tag dasselbe. Was ist jetzt los? Oh, stimmt. Eigentlich gar nicht so schlecht. Eine aufrechte Körperhaltung ist wichtig. Wenigstens bin ich nicht die Einzige. Ich finde das ja ziemlich erniedrigend. Ich muss mich konzentrieren. Das ist so ungerecht. Mama? Was hast du? Schau mal, kriege ich das bitte? Ja, natürlich. Wow, ich kann's nicht erwarten. Das ist für dich. Wow, danke, Mama. Was ist das? Eine Schneekugel? Was soll ich denn damit? Was? Du magst sie nicht? Ich wollte das hier. Warum tut Mama mir das an? Aber ich gebe nicht auf. Ich muss sie nur noch mehr überzeugen. Und das geht nur mit Ausdauer. Ich muss mehr Ballaststoffe essen. Kann ich dir helfen? Die brauchst du. Und ich brauche das. Willst du mich veralbern? Gut, ich mache alles für ein ruhiges Leben. Wow, der Spielzeugladen ist fantastisch. Oh, muss mich professionell verhalten. Wir suchen das hier. Meine Tochter will das unbedingt haben. Bitte sag mir, dass du es hast. Natürlich, es steht gleich da drüben. Wirklich? Wow, und es ist im Angebot. Heute ist mein Glückstag. Warte. Das darf nicht wahr sein. Was ist los? Nein, das Spielzeug. Tja, jetzt ist es ausverkauft. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Viel Glück beim nächsten Mal. Nein, du verstehst nicht. Ich brauche das. Ich muss mir was einfallen lassen. Vielleicht helfen mir die Kartons. Ich weiß, was zu tun ist. Ich habe diese Pappteile vorbereitet. Daraus erstelle ich eine Box. Die Bonbons rollen später aus diesem Loch. Jetzt kommen Holzspieße in die Seiten. Ich habe auch dieses Teil aus Pappe gemacht. Oben stecke ich jetzt einen Holzstab durch. Dann kommen Gummis an beiden Seiten. Das kommt jetzt in die Box. Es liegt über dem Loch. Dann ziehe ich den Gummi über diesen Stab. Jetzt zur anderen Seite. Dann testen wir das mal. Wenn ich das Teil reindrücke, fällt der Bonbon durch das Loch. Als nächstes muss der obere Teil gebaut werden. Der muss angewinkelt sein. Dann kann ich die Frontplatte montieren. Obendrauf setze ich diesen Behälter. Da kommt noch ein Deckel drauf. Jetzt die Bonbons. Das sind Sunnys Lieblingsbonbons. Ich mache außen noch ein Gesicht dran. Es soll ja lustig aussehen. Es funktioniert. Was sagst du dazu, Sunny? Wow, das ist ein Bonbonautomat. Drück auf die Nase und schau, was passiert. Oh, das gefällt mir. Ich will mehr. Lass mir ein paar übrig. Ich kann nichts versprechen. Mama? Was jetzt? Schau mal, ich will das haben. Aber, oh
aber das war ja klar. Sie sind mit der Zahlung im Rückstand. Moment, ich habe hier ein bisschen was. Nehmen Sie auch Schnüre? Tut mir leid, dass Sie nicht mehr haben. Nein, das war's. Sie sind raus hier. Als ob ich Schnüre akzeptiere. Das ist beleidigend. Sie müssen sich eine neue Bleibe suchen. Das müsste sich von selbst verkaufen. Ich liebe meinen Job. Ich bin ein richtiger Menschenfreund. Das ist ja eine komische Dekoration. Was ist hier los? Steht das Haus zum Verkauf? Was? Wir werden rausgeschmissen? Was ist hier los? Das wird nicht passieren. Och, wir haben so viel Schrott. Puh. Okay, wie geht's weiter? Mama, was ist das? Oh, du hast es gesehen, hä? Wir müssen ausziehen. Ich will nicht. Warte mal. Ich weiß, was zu tun ist. Wir brauchen nur diese Kisten. Ich stell die hier hin. Ich brauche auch meine Klebepistole. Ich mache oben auf die Kiste Kleber und klebe die zweite Kiste drauf. Jetzt lege ich sie auf die Seite. Ich klebe noch mehr Kisten oben drauf. Jetzt brauche ich diese Pappröhre. Ich trage Kleber auf die Seite der Kiste auf. Das sollte reichen. Ich drücke das Rohr gegen die Kisten. Hm, da fehlt noch was. Ich weiß. Das wird das Dach. Passt perfekt. Jetzt noch dekorieren. Die kleinen Details machen den Unterschied. Jetzt das Dachdecken. Ich habe noch eine Zitrone aus Pappe gemacht. Und häng noch Bommeln dran. Damit es lustig aussieht. Alles soll schön bunt sein. Das ist der letzte Handgriff. Jetzt habe ich einen Limo-Stand. Oh, hätte ich fast vergessen. Ich brauche noch Limonade. Ich denke, jetzt habe ich alles. Ich bin sehr glücklich damit. Jetzt das Band durchschneiden. Und ich bin bereit fürs Geschäft. Ich brauche nur noch Kunden. Puh, heute ist so heiß. Hi, bekomme ich einen Becher? Genau, was ich jetzt brauche. Ist schön, mit dir Zeit zu verbringen. Wow, wow, ich liebe Limonade. Komm mit. Zwei bitte. Komm schon, nimm mein Geld. Aus dem Weg. Gib her, gib her, gib her. Wow, ich bin reich. Mama, schau mal, ich bin Unternehmerin. Aber Bankraub ist kein sicheres Geschäftsmodell. Komm mit, ich zeig's dir. Ich habe einen Limo-Stand eröffnet. Wow, ich bin sehr stolz auf dich. Du bist fantastisch. Warte, du hast Kunden. Es ist genug für alle da. Das wird ein anstrengender Tag. Wer bekommt als nächstes? Okay, klasse. Wer kann diese Aufgabe lösen? Hm. Ich. Wie wäre es mit Sunny? Ja, danke, dass Sie mich dran nehmen. Das ist hoch. Hier ist die Kreide. Dann los. Sie werden nicht enttäuscht sein. Das höre ich gerne. Hm, das läuft richtig gut. Das ist gut. Ich bin fertig. Was soll das denn? Frau Lehrerin? Ist das ein Scherz? Also das muss einer sein. Dafür gibt es keine andere Erklärung. Und? Alles richtig? Ich muss mir das anschauen. Also, interessant. Hier bin ich mir nicht sicher. Ich dachte, die Lösung ist 4. Und was soll das sein? Wieso? Das ist die Zahl 5. Ja, ich bin mir da nicht so sicher. Wie kann ich das korrigieren? Ich hab's. Zuerst brauche ich ein langes Stück Pappe. Da male ich die Zahlen drauf. Genau so. Die schneide ich dann aus. Und das verziere ich noch mit Perlen, damit es schön bunt ist. Genau das brauchen wir. Das ist eine Schablone für die Zahlen. Wow, so cool. Eine richtig tolle Idee. Hier, nimm sie und versuch es mal. Ich lege sie an die Tafel. Und zeichne die Zahl ganz einfach nach. So geht's viel einfacher. Ach, hätte ich das schon früher gehabt. Ich wusste, dass das klappt. Ich bin fertig. Ausgezeichnet, Sunny. Du verdienst deine 1+. Ich bin sehr stolz auf dich. Wow, wirklich? Wow. Wollen wir Spaß haben, Teddy? Hui, du kannst so hoch springen. Oh nein, was habe ich getan?
Ich bin ein Monster. Annie? Mama, guck dir mein Teddy an. Oh, keine Sorge. Ich weiß, was zu tun ist. Ich brauche nur dieses Tape. Ich schneide ein Stückchen ab und male es rosa an. Es muss komplett bemalt sein. Dann lege ich einen Strohhalm in die Mitte, klappe das Tape um und puste in den Strohhalm. Die perfekte Blase. Ich drücke das Ende zum Versiegeln zusammen. Ich habe verschieden große Blasen gemacht. Jetzt klebe ich sie zusammen. Mit einem Korrekturstift male ich auf die Blase. Ich beginne mit einem großen Kreis. Den male ich dann aus. Als nächstes kommen die Augen. Und dann die Nase und der Mund. Das wird süß aussehen. Jetzt klebe ich Papierohren an. Oh, schau's dir an. So weich und knuddelig. Oh, Annie, schau mal, was ich hier habe. Wow, der ist ja süß. Ich will damit spielen. Mach ruhig, aber nicht so doll. Puh. Du bist mein bester Freund. Komm, lass uns spielen. Mittagessen, okay? Wir sehen uns später. Tschüss. Wo ist meine Tasche? Das Schild kommt hier hin. Ah, jetzt kann's losgehen. Oh, eine Kundin. Hey, Mami. Huh? Oh, hi, Chloe. Willkommen in meinem Laden. Gefällt dir hier was? Ich habe keine Zeit dafür. Das soll 38 Euro kosten? Nein. Ist okay, ich habe noch mehr. Hm? Was denn jetzt? Ein Flamingo. Süß. Ist verlockend, aber nein, danke, Süße. Ich muss meine Tasche finden. Da habe ich was für dich. Die ist heute eingetroffen. Meine Handtasche? Gib sie her. Das wird dich was kosten. Ich habe kein Geld. Tut mir leid. Dann bekommst du sie nicht. Geld. Aber gut, ich spiele mit. Warte kurz. Ich muss nur was holen. Glänzend. Sei nicht albern, Mama. Ich akzeptiere nur Bargeld. Ich hab's eilig, Chloe. Was mache ich denn jetzt? Warte, ich habe eine Idee. Ja, ich denke, das wird klappen. Ich brauche die Handschuhe und diese Box. Bin gleich wieder da. Ich schneide Teile aus dem Karton aus. Jetzt brauche ich meine Klebepistole. Ich mache eine dünne Leimspur auf diese Kante. Das müsste reichen. Das klebe ich jetzt auf das Rechteck. Ich drücke es an, damit es festklebt. Das mache ich auch mit dem Rest. Die Endstücke haben kleine Schlitze. Als nächstes brauche ich einen Papierstreifen. Ich rolle den so auf. Das muss schön eng werden. Ein Stück lasse ich raushängen. Das schiebe ich dann durch den Schlitz. Sieht gut aus. Jetzt kommt Kleber auf den Rand dieses Kartons. Gut, dass ich Handschuhe anhabe. Ich klebe das oben auf die Box. Das ist etwas kleiner. So soll es auch sein. Jetzt zum letzten Teil. Ich trage Kleber an drei Seiten auf. Und dann klebe ich es schräg an. Damit bin ich zufrieden. Und jetzt wird dekoriert. Ich trage Kleber an den Seiten auf. Dann kommt schwarzer Stoff drauf. Ich will keine Falten drin haben. Hinten ragt ein bisschen Stoff über zum Umklappen. Jetzt klebe ich weißen Karton auf. Für das Display und das Tastenfeld. Ich ordne die Zahlen gleichmäßig an. Jetzt brauche ich meine Kreditkarte. Puh, sie wird angenommen. Der Bon kommt oben raus. Ich hoffe, das gefällt Chloe. Finden wir es heraus. Kann ich jetzt mit Karte zahlen? Wow, das ist ja cool. Jedes Geschäft braucht einen Kartenleser. Mein Business läuft. Also, kann ich jetzt die Tasche kaufen? Hä? Oh, natürlich. Das hatte ich gehofft. Ich schieb die Karte hier rein und ich schließe den Kauf ab. Schön, mit dir ins Geschäft zu kommen. Hier, bitte sehr. Endlich, jetzt kann ich los. Was war das? Wie kommt die denn dahin? Soll das ein Scherz sein? Hey, was mache ich denn jetzt? Angebot und Nachfrage, Mama. Zieh deine Kreditkarte gleich wieder durch. Brumm, brumm, quietsch, tut, tut. Das war ganz schön knapp. Aus dem Weg, ich komme. Niemand kann mich aufhalten. Schalalalala, das Zimmer wird gesaugt. Ich fühle mich so gut. Gibt's was Schöneres als das? Schubidubidu. Wart mal. Tritt aufs Gas. Brumm. Juhu! Schneller, schneller! Warum wird es hier immer so schmutzig? Hä? Der Sauger saugt nicht. Was ist los? Ich versteh's nicht. Der funktioniert nicht. Das ist seltsam. Wie kann das sein? Oh, ich hätte es wissen müssen. Hey Mama, lass uns fahren! Wirklich, Chloe? Ich mach hier sauber. Das wandert in den Müll. Oh, du bist eine Spaßbremse. Wenn ich es mir recht überlege, da
Das ist so ungerecht. Hey, warum guckst du mich so an? Ich habe eine Idee. Ich schneide solche Teile aus dem Karton aus. Jetzt brauche ich meine Klebepistole. Ich beginne mit diesem Teil. Ich trage Kleber auf die Kante auf. Das reicht schon. Jetzt klebe ich das auf das große Rechteck. Das gleiche mache ich mit der anderen Seite. Ich habe diesen langen Streifen Pappe. Den kann ich biegen und formen. Ich benutze Kleber, um ihn zu fixieren. Das kommt erstmal beiseite. Ich habe ein Loch in den Limo-Deckel gemacht. Da schiebe ich jetzt zwei Strohhalme durch. Die müssen festsitzen und nicht rausrutschen. Aber mit Kleber fixiere ich sie noch. Ich trage den außen um den Deckel auf. Ich habe ein passendes Loch oben in den Karton geschnitten. Die Strohhalme kommen da rein und unten aus dem Loch wieder raus. Jetzt brauche ich noch mehr Limo-Deckel. Ich schiebe den Holzstab durch den Strohhalm. Der Halm ist etwas kürzer als der Holzstab. Die Limo-Deckel kommen an die Enden. Dann fixiere ich alles mit Kleber. Probieren wir es aus. Wow, wie schön das rollt. Ich befestige die unten am Karton. Ich muss noch ein paar Sachen anbringen, wie Scheinwerfer und Fenster. Jetzt stülpe ich den Luftballon über den Limo-Deckel. Den Ballon blase ich auf und die Fahrt geht los. Aufgepasst! Was zum? Was ist das? Wow, das ist fantastisch! Ich wusste, dass es dir gefällt. Danke, Mama! Nicht der Rede wert, mein Schatz. Ich werde es gleich ausprobieren. Es ist soweit und los geht's! Wow, das gefällt mir. Das ist so schnell. Oh nein, oh nein! Jetzt kommt es! Ups, tut mir leid, Mama. Ich hoffe, du bist versichert. Daran hätte ich früher denken sollen. Volle Fahrt voraus. Los! Das ist so spannend. Nein, ich werde verlieren. Weiter so, Mama. Kinder haben ist anstrengend, das wissen wir. Und wir sind hier, um zu helfen. Wir haben uns tolle Hacks ausgedacht, die das Leben leichter machen. Es gibt keinen Grund, uns zu danken. Das ist unser Job. Ich liebe dieses Rouge. Oh, jemand ruft an. Ich sollte besser rangehen. Hallo? Oh, hey. Wirklich? Das glaube ich nicht. Pop, pop, pop. Oh, Mama telefoniert. Ich will das auch. Hä? Was du nicht sagst? Du hättest dabei sein sollen. Okay, bis später. Oh, tschüss. Ich bin total erwachsen. Aber ich brauche ein richtiges Telefon. Ich sollte nicht, aber ich kann nicht anders. Das perfekte Verbrechen. Oh, da ist ja mein süßes Mädchen. Erwischt. Rückzug, Rückzug. Aber ich gebe nicht auf. Ganz langsam. Oh, du brauchst ein bisschen Puder. Kitzel, kitzel. Süß, Mama. Okay, jetzt aber. Oh, du willst mich umarmen. Das ist so süß. Ich brauche das. Ja, genau das hatte ich vor. Langsam wird's albern. Mami muss sich fertig machen. So bekomme ich nie das Telefon. Sieht gut aus. Ich brauche noch meine Handschuhe. Aha, sie ist abgelenkt. Jetzt aber schnell. Wir sollten uns unbedingt zum Essen treffen. Da sind sie ja. Die sind so schön weich. Hört sich gut an. Ups. Annie? Nein! Ich rette es. Wow, wie hast du das gemacht? Ich bin enttäuscht von dir, Annie. Tut mir leid, Mama. Mein Telefon ist kein Spielzeug. Warte. Vielleicht aber ein anderes. Ich habe eine tolle Idee. Diese Kiste ist perfekt dafür. Dann fange ich mal an. Ich beginne mit diesem Karton. Ich mache eine schnelle Skizze. Und zwar von einem Telefon. Ich bin eine Künstlerin. Jetzt kommen noch einige Details dazu. Dann wird es realistischer. Soweit, so gut. Jetzt kommt das Display. Dann mache ich drüben weiter. Das wird die andere Seite des Telefons. Zum Glück habe ich eine ruhige Hand. Dann schneide ich das aus. Das war einfach. Ich drehe die beiden Teile um. Und jetzt brauche ich meine Klebepistole. Der Kleber kommt auf die Kante. Ich brauche nicht viel. Jetzt kommt das Stück Wellpappe ran. Ich klebe es an den Rand. Das wird die Seite des Telefons. Es kommt rundherum. Genau so. Das andere Teil kommt oben drauf. Das mache ich auch mit den anderen Teilen. Langsam nimmt es Gestalt an. Jetzt muss ich sie verbinden. Dafür nehme ich ein kleines Scharnier. Mit dem wird's gehen. Ich klebe es innen an den Karton. So kann man es aufklappen. Genau wie beim echten Telefon. Jetzt male ich es noch an. Ich nehme dafür meinen Korrekturstift. Für den Rand nehme ich einen pinken Marker. Jetzt umdrehen und die andere Seite ausmalen. Es kommt noch mehr. Ich klebe noch dieses süße Kätzchen drauf.
Ich habe ein Fenster für das Display ausgeschnitten. Da schiebe ich dieses Bild ein. Und das war's. Ich werde es gleich Annie zeigen. Schau mal, was ich hier habe. Versuchen wir es nochmal. Hallo, du willst mit Annie sprechen? Wow, unglaublich. Es ist für dich. Ist das ein Scherz? Wow, das ist so cool. Ich muss ganz dringend telefonieren. Hoffe, jemand geht ran. Hallo, Annie. Du glaubst nicht, was ich für einen Tag hatte. Du wirst lachen. Erzähl mir alles. Ich dachte, Meerjungfrauen wären lustiger. Mama! Das hört sich nicht gut an. Mami, kommt schon. Chloe, was ist los? Sag es, Mami. Mein Spielzeug ist langweilig. Oh, warte mal. Hä? Was ist das? Probier's aus. Das sieht lustig aus. Komm her, Entchen. So schöne Farben. Das gefällt mir. Das sollte sie beschäftigen. Und die Ente kommt obendrauf. Das war's? Mama! Was denn noch? Ich möchte doch nur lesen. Was ist los? Ich hab das fertig. Wow, du bist ein Genie. Ich hole dir etwas anderes. Bitte sehr. Viel Spaß und lass dir Zeit. Das ist cool. Ich muss die Bilder zuordnen. Wie schwer wird das schon sein? Überhaupt nicht schwer. Langweilig. Mama! Nicht schon wieder? Oh, hey Pikachu, wie geht's denn so? Was? Guck, ich bin damit fertig. Es muss doch was geben, was sie beschäftigt. Mal sehen. Komm schon, denk nach. Nein, nichts. Was machen wir denn jetzt? Warte, ich frag mich. Ja, ich hab's. Das ist die Lösung. Warte hier, Schatz. Ich brauche ein Stück Pappe und eine Schere. Ich schneide die Ecken ab, denn ich will sie rund machen. Perfekt. Jetzt werde ich kreativ. Und dafür brauche ich einen Marker. Ich zeichne ein Quadrat auf den Karton. Das unterteile ich dann in Abschnitte. Ich mache ein Gitter. Und ich nummeriere jedes Quadrat. Jetzt schneide ich das Gitter aus und lege es erstmal beiseite. Ich habe hier ein rosa Blatt. Damit beklebe ich das Quadrat. Das ist schön leuchtend. Ich drehe es um und gehe mit dem Klebestift rüber. Das muss super klebrig sein, denn es wird der Rahmen. Jetzt brauche ich ein weißes Blatt. Darauf male ich Herzchen. Als nächstes skizziere ich Pikachu. Ich darf keine Fehler machen. Chloe soll das bei Laune halten. Ich stehe total unter Druck. Das male ich noch schnell aus. Pikachu darf ich nicht vergessen. Ich hätte auch gerne so rosige Wangen. Es ist ein Kunstwerk. Jetzt zurück zum Gitter. Ich drehe es um und trage Kleber auf. Dann kommt das Bild drauf und streiche es glatt. Dann schneide ich es in Stücke und stecke es in den Rahmen. Ich ordne die Teile so an. Das ist ein hübsches Puzzle. Okay, es ist fertig. Chloe wird es gefallen. Oh, hätte ich fast vergessen. Ich muss die Teile verschieben. Oh, Chloe, ich habe hier etwas für dich. Siehst du das, Pikachu? Das ist toll. Ich denke, das klappt. Wünsch mir Glück. Das sieht kompliziert aus. Ich schiebe das Teil hierhin und das dahin. Ich muss mich konzentrieren. Und ich muss mich entspannen. Warte, ein kurzer Check. Ah, das ist gut. Das war das letzte Teil. Mama! Oh, echt jetzt? Was? Guck's dir an. Ah, du bist schon fertig. Ich bin stolz auf dich. Ich will's nochmal machen. Das macht Spaß. Schnell, Mama. Okay, los geht's. Ich bin gespannt, was ich bekomme. Ja, das ist so aufregend. Gut gemacht, mein Schatz. Was wohl in der Schachtel ist? Was zum... Eine Kreditkarte. Wow, das ist toll. Ich kann es kaum erwarten, sie zu benutzen. Ich bin so glücklich. Ich gehe einkaufen. Vielleicht war das ein Fehler. Juhu! Wo ist meine Socke? Ich meine, sie war doch genau hier. Und mein AirPod ist weg. Oh, ich weiß. Hi, Mama. Was kann ich für dich tun? Sind das meine Sachen? Nein, das sind meine und die kosten dich was. Machst du Witze? Gib mir das Geld. Ich kaufe mir doch nicht meine eigenen Sachen.
Ich hau ab. Und meine Socken nehme ich mit. Hä? Was machst du denn da? Ich glaube, du hast vergessen zu bezahlen. Dafür habe ich keine Zeit. Okay, du bist verhaftet. Das kannst du der Polizei erklären. Lizzie, was machst du? Ich wollte dir eine Chance geben. Wir sehen uns. Lizzie, komm zurück. Oh. Das Buch ist so interessant. Ich stelle den Nagellack hier hin. Ja, das sieht gut aus. Ich glaube, ich bin fertig. Schau dir das an. Das sieht lustig aus. Willkommen in meinem Nagelstudio. Ich wollte mir mal die Nägel machen lassen. Zeigen Sie mal Ihre Nägel. Oh, die sind ja furchtbar. Wer ist denn dein Nageltechniker? Mit denen kann ich nicht arbeiten. Was meinen Sie? Ach so, ist das also. Na gut, vielleicht ändert das Ihre Meinung. Ich glaube nicht. Wir haben ja hohe Standards. Aber das ist alles, was ich habe? Zu billig. Okay, nehmen Sie meine Kreditkarte. Moment mal, das ist meine. Ist doch egal, Mama. Also, zahlen Sie jetzt? Ich kann nicht glauben, dass ich das mache. Danke, setz dich. Eigentlich freue ich mich drauf. Ich arbeite mit modernster Technik. Zum Beispiel mit diesem automatischen Nagelapplikator. Der ist so exklusiv. Sie haben großes Glück. Wow, das ist so futuristisch. Darauf bin ich stolz. Das habe ich selbst gemacht. Ich mache ein Loch in einen Pappbecher. Dann drehe ich ihn um. Dann muss ich ihn in der Mitte durchschneiden. Ich mache den Deckel auf eine Seite. Das sieht ziemlich langweilig aus. Also machen wir ein bisschen Farbe drauf. Ich gehe mit einem rosa Stift um das Loch herum. Ich will eine dünne Linie machen. Genauso. Dann male ich ein Liebesherz. Es soll ganz süß aussehen. Ich mache noch mehr Herzen und male sie in verschiedenen Farben. Das sieht gut aus. Ich stelle die Tasse hin. Ich lege das Barbie-Bild darauf. Zeit für die Fingernägel. Ich habe sie auf einen Papierstreifen gezeichnet. Jetzt male ich sie aus. Sie werden so einzigartig. Wow, sie sind so bunt. Dann schneide ich sie aus. Ich klebe sie auf die Tasse. So können die Leute sehen, was ich anbiete. Sie können sich aussuchen, was sie wollen. Dann mache ich noch ein Barbie-Schild drauf. Es gibt noch viel zu tun. Ich brauche einen Holzstab und einen dünnen Schaumstoffstreifen. Den wickle ich um den Stock. Ich halte ihn fest. Hier höre ich auf. Ich muss die Nägel auf den Schaumstoff kleben. Ich verteile sie in Abständen. Jetzt sind alle auf dem Moos. Jetzt muss ich sie in den Becher tun. Das ist ganz einfach. Jetzt ist es fertig. Probieren wir es aus. Steck deinen Finger in das Loch. Der Schaum wird sich drehen. Und dann wird das Muster auf deinen Nagel aufgetragen. Wow, schau dir das an. Und dann machen wir den Rest. Wie gefällt es Ihnen? Ich liebe es. Ich fühle mich so stylisch. Du siehst toll aus. Danke, Schatz. Ich muss mich konzentrieren. Langsam. Ich hab's fast. Wow. Das war so cool. Es läuft gut. Nichts kann mich aufhalten. Warte. Nein. Nicht jetzt. Warum musste das passieren? Lizzie, alles in Ordnung? Sag Mama, was los ist. Das Spiel. Es ist kaputt. Das ist das Schlimmste. Ich muss das in Ordnung bringen. Ah, zuverlässiger alter Teddy. Guck mal, was ich hier habe. Im Ernst, Mama? Guck mal, das süße Schweinchen. Nimm es mir weg. Und dann ist da noch dieses Stück Pappe. Das wird Lizzie nicht aufhalten. Es sei denn, ich habe eine Idee. Die wird Lizzie gefallen. Ich male Linien in die Ecken des Kartons. Genauso. Dann brauche ich eine Schere. Ich schneide an der Linie entlang. Ich will keinen großen Schnitt machen. Ich mache das an jeder Linie. Perfekt. Jetzt kann ich die Seiten falten. Die Schnitte machen es viel leichter. Jetzt brauche ich eine Klebepistole. Ich brauche hier etwas Kleber. Das mache ich an jeder Ecke. Ich lege einen Streifen Pappe in die Box. Ich will, dass es genau passt. Ich klebe es mit der Klebepistole fest. Dann ziehe ich mit dem Klebstoff eine Spur auf der Unterseite des Streifens. Jetzt brauche ich einen Holzstab. Ich habe ein Loch in den Deckel einer Limonadenflasche gemacht. Ich stecke den Holzstab hindurch. Das kommt in die Mitte. Dann brauche ich eine Klopapierrolle. Ich stecke noch einen Holzstab durch. Das kommt in die Box. Diese Zeichnung kann ich um die Rohre wickeln. Ich klebe ein Stück Klebeband auf die Klopapierrolle. Dann wickle ich sie herum. Ich befestige Mario daran. Dann mache ich einen Deckel drauf. Jetzt muss ich es nur noch anmalen. Ich kann es kaum erwarten, es Lizzie zu zeigen. Schau mal, was ich gemacht habe. Hä? Was ist das? Oh, das sieht lustig aus. Guck mal, Mario springt. Und wenn ich das hier drehe, bewegt er sich. Das ist so cool. Hast du das gesehen, Mama? Ich habe so viel Spaß. Ich bin so froh. Mama geht jetzt. Danke, Mama. Hallo Leute, hier ist Luna.
Ich bin mal wieder zurück mit einer Storytime. Also, das ist meine Schule. Heißer Typ ist gekommen. Ein Scherz, ich bin's nur. Wow. Ich zeige euch einen Tag aus meinem Leben. Das ist meine Chance. Ich muss richtig gut aussehen. Nichts darf diesen Moment ruinieren. Wow! Luna, es tut mir so leid. Huh? Meine Tasche! Warum schreien wir? Ich muss das Ding reparieren. Gib mir eine Sekunde. Ich klebe das hier hin, ein kleiner Schnitt dort. Und ich habe dir eine neue Tasche gebastelt. Ich hoffe, sie gefällt dir. Wow, die ist mega schön. Leute, das müsst ihr unbedingt sehen. Das ist die süßeste Tasche aller Zeiten. Sag Hallo zu Brian. Ich gehe besser mal zum Unterricht. Man sieht sich, Brian. Hä? Nein, warte, Luna. Ein neuer Tag, ein neuer Dollar. Aber einer muss es ja tun. Funktioniert das Ding überhaupt? Hm? Was ist das für ein Geräusch? Das macht so viel Spaß. Willkommen in meinem Spielzeugladen. Schau dich ruhig um. Ist das nicht das Spielzimmer? Wow, sieh dir das an. Es gibt so viel Spielzeug hier. All meine Träume werden wahr. Wo soll ich nur anfangen? Einkaufsbummel! Yay! Ich nehme das und das. Ich glaube, das ist alles. Ich tippe das alles für dich ein. Du hast erlesenen Geschmack. Oh, das hört sich nicht gut an. Das wären dann 1 Million Dollar. Ist ein Schnäppchen. Das sind eine Menge Nullen. Vielleicht muss ich meine Preise senken. So ist es gut. Wie wär's damit? Zufrieden? Oh, das ist schon besser. Das kann ich mir durchaus leisten. Kann ich mit Karte zahlen? Was? Nein, wir nehmen nur Bargeld. Siehst du, da steht's. Kein Problem. Ich werde einfach den Geldautomaten benutzen. Schau nicht auf meine Zahl. Das ist ein Geheimnis. Moment, das wird nicht lang dauern. Ich werde auch ein paar Münzen brauchen. Ah, das sollte gehen. Das Spielzeug gehört mir. Hier bitte. Wow, das war so cool. Wie hast du das gemacht? Komm her, ich erzähl's dir. Alles, was du brauchst, ist Pappe. Zuerst zeichne ich die Schlitze. Dann schneide ich sie aus. Als nächstes brauche ich ein kleines Quadrat aus Pappe. Und da schneide ich Rillen rein. Einfach so. Ich trage Kleber an den Enden auf. Nicht zu viel. Dann klebe ich es quer über die Schlitze. Während das trocknet, kann ich meine ATM-Karte machen. Ich färbe ein weißes Stück Schaumstoff ein. Ich muss nur sicherstellen, dass es passt. Sie sollte sich rein- und rausschieben lassen. Das sieht ungefähr so aus. Jetzt drehe ich die Pappe um, denn ich bin zufrieden. Nun brauche ich noch ein kleines Quadrat aus Pappe und klebe es an den Rand der Schlitze. Und das mache ich auf der ganzen Linie. Dann klebe ich sie fest. Das sieht sehr gut aus. Nun brauche ich ein großes Stück Pappe und wickle es in ein Rohr. Ich lasse einen kleinen Abschnitt am Ende, dann bestreiche ich sie mit Klebstoff und bringe hier eine Klebelinie an. Dann versiegle ich das Rohr und drücke leicht drauf. Dann klebe ich es auf den Karton. Ich füge hier ein weiteres Quadrat ein. Jetzt muss ich eine Schachtel machen. Ich klebe ein großes Stück Pappe auf eine Seite. Dann richte ich ihn auf. Das nächste Stück wird die Rückseite sein. Ich benutze Kleber, um sie zu fixieren. Als nächstes muss ich ein Stück Pappe abwinkeln. Und dann kann ich die letzte Seite hinzufügen. Dann rolle ich Geld auf und stecke es in die Schlitze. Die Münzen kommen in das Rohr. Wenn die Karte in den Schlitz gesteckt wird, wird dadurch das Geld hinausgeschoben. Genau so. Und dann muss ich es nur noch dekorieren. Ziemlich cool, oder? Dort ist mein ganzes Geld sicher. Das will ich auch mal versuchen. Du kannst in der Werkstatt arbeiten. Und ich werde das hier nehmen. Bis dann! Was? Hey! Ach, mir ist voll langweilig. Das ist jetzt wichtig, Klasse. Sunny? Hä? Ja, klar. Jeden Tag dasselbe. Was ist jetzt los? Oh, stimmt. Eigentlich gar nicht so schlecht. Eine aufrechte Körperhaltung ist wichtig. Wenigstens bin ich nicht die Einzige. Ich finde das ja ziemlich erniedrigend. Ich muss mich konzentrieren. Das ist so ungerecht. Mama? Was hast du? Schau mal, kriege ich das bitte? Ja, natürlich. Wow, ich kann's nicht erwarten. Das ist für dich. Wow, danke, Mama. Was ist das? Eine Schneekugel? Was soll ich denn damit? Was? Du magst sie nicht? Ich wollte das hier.
Warum tut Mama mir das an? Aber ich gebe nicht auf. Ich muss sie nur noch mehr überzeugen. Und das geht nur mit Ausdauer. Ich muss mehr Ballaststoffe essen. Kann ich dir helfen? Die brauchst du. Und ich brauche das. Willst du mich veralbern? Gut, ich mache alles für ein ruhiges Leben. Wow, der Spielzeugladen ist fantastisch. Oh, muss mich professionell verhalten. Wir suchen das hier. Meine Tochter will das unbedingt haben. Bitte sag mir, dass du es hast. Natürlich, es steht gleich da drüben. Wirklich? Wow, und es ist im Angebot. Heute ist mein Glückstag. Warte. Das darf nicht wahr sein. Was ist los? Nein, das Spielzeug. Tja, jetzt ist es ausverkauft. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Viel Glück beim nächsten Mal. Nein, du verstehst nicht. Ich brauche das. Ich muss mir was einfallen lassen. Vielleicht helfen mir die Kartons. Ich weiß, was zu tun ist. Ich habe diese Pappteile vorbereitet. Daraus erstelle ich eine Box. Die Bonbons rollen später aus diesem Loch. Jetzt kommen Holzspieße in die Seiten. Ich habe auch dieses Teil aus Pappe gemacht. Oben stecke ich jetzt einen Holzstab durch. Dann kommen Gummis an beiden Seiten. Das kommt jetzt in die Box. Es liegt über dem Loch. Dann ziehe ich den Gummi über diesen Stab. Jetzt zur anderen Seite. Dann testen wir das mal. Wenn ich das Teil reindrücke, fällt der Bonbon durch das Loch. Als nächstes muss der obere Teil gebaut werden. Der muss angewinkelt sein. Dann kann ich die Frontplatte montieren. Obendrauf setze ich diesen Behälter. Da kommt noch ein Deckel drauf. Jetzt die Bonbons. Das sind Sunnys Lieblingsbonbons. Ich mache außen noch ein Gesicht dran. Es soll ja lustig aussehen. Es funktioniert. Was sagst du dazu, Sunny? Wow, das ist ein Bonbonautomat. Drück auf die Nase und schau, was passiert. Oh, das gefällt mir. Ich will mehr. Lass mir ein paar übrig. Ich kann nichts versprechen. Mama? Was jetzt? Schau mal, ich will das haben. Aber, das war ja klar. Sie sind mit der Zahlung im Rückstand. Moment, ich habe hier ein bisschen was. Nehmen Sie auch Schnüre? Tut mir leid, dass Sie nicht mehr haben. Nein, das war's. Sie sind raus hier. Als ob ich Schnüre akzeptiere. Das ist beleidigend. Sie müssen sich eine neue Bleibe suchen. Das müsste sich von selbst verkaufen. Ich liebe meinen Job. Ich bin ein richtiger Menschenfreund. Das ist ja eine komische Dekoration. Was ist hier los? Steht das Haus zum Verkauf? Was? Wir werden rausgeschmissen? Was ist hier los? Das wird nicht passieren. Och, wir haben so viel Schrott. Puh. Okay, wie geht's weiter? Mama, was ist das? Oh, du hast es gesehen, hä? Wir müssen ausziehen. Ich will nicht. Warte mal. Ich weiß, was zu tun ist. Wir brauchen nur diese Kisten. Ich stell die hier hin. Ich brauche auch meine Klebepistole. Ich mache oben auf die Kiste Kleber und klebe die zweite Kiste drauf. Jetzt lege ich sie auf die Seite. Ich klebe noch mehr Kisten oben drauf. Jetzt brauche ich diese Pappröhre. Ich trage Kleber auf die Seite der Kiste auf. Das sollte reichen. Ich drücke das Rohr gegen die Kisten. Da fehlt noch was. Ich weiß. Das wird das Dach. Passt perfekt. Jetzt noch dekorieren. Die kleinen Details machen den Unterschied. Jetzt das Dachdecken. Ich habe noch eine Zitrone aus Pappe gemacht. Und häng noch Bommeln dran. Damit es lustig aussieht. Alles soll schön bunt sein. Das ist der letzte Handgriff. Jetzt habe ich einen Limo-Stand. Oh, hätte ich fast vergessen. Ich brauche noch Limonade. Ich denke, jetzt habe ich alles. Ich bin sehr glücklich damit. Jetzt das Band durchschneiden. Und ich bin bereit fürs Geschäft. Ich brauche nur noch Kunden. Puh, heute ist so heiß. Hi, bekomme ich einen Becher? Genau, was ich jetzt brauche. Ist schön, mit dir Zeit zu verbringen. Wow, wow, ich liebe Limonade. Komm mit. Zwei bitte. Komm schon, nimm mein Geld. Aus dem Weg. Gib her, gib her, gib her. Wow, ich bin reich. Mama, schau mal, ich bin Unternehmerin. Aber Bankraub ist kein sicheres Geschäftsmodell. Komm mit, ich zeig's dir.
Ich habe einen Limo-Stand eröffnet. Wow, ich bin sehr stolz auf dich. Du bist fantastisch. Warte, du hast Kunden. Es ist genug für alle da. Das wird ein anstrengender Tag. Wer bekommt als nächstes? Okay, klasse. Wer kann diese Aufgabe lösen? Hm. Ich! Wie wäre es mit Sunny? Ja, danke, dass Sie mich dran nehmen. Das ist hoch. Hier ist die Kreide. Dann los. Sie werden nicht enttäuscht sein. Das höre ich gerne. Hm, das läuft richtig gut. Das ist gut. Ich bin fertig. Was soll das denn? Frau Lehrerin? Ist das ein Scherz? Also das muss einer sein. Dafür gibt es keine andere Erklärung. Und, alles richtig? Ich muss mir das anschauen. Also, interessant. Hier bin ich mir nicht sicher. Ich dachte, die Lösung ist 4. Und was soll das sein? Wieso? Das ist die Zahl 5. Ja, ich bin mir da nicht so sicher. Wie kann ich das korrigieren? Ich hab's. Zuerst brauche ich ein langes Stück Pappe. Da male ich die Zahlen drauf, genau so. Die schneide ich dann aus. Und das verziere ich noch mit Perlen, damit es schön bunt ist. Genau das brauchen wir. Das ist eine Schablone für die Zahlen. Wow, so cool. Eine richtig tolle Idee. Hier, nimm sie und versuch es mal. Ich lege sie an die Tafel. Und zeichne die Zahl ganz einfach nach. So geht's viel einfacher. Ach, hätte ich das schon früher gehabt. Ich wusste, dass das klappt. Ich bin fertig. Ausgezeichnet, Sunny. Du verdienst eine 1+. Ich bin sehr stolz auf dich. Wow, wirklich? Wow. Hallo? Ja, ich brauche einen Designer für ein neues Zimmer. Okay, keine Bange. Er hat gesagt, er ist gleich hier. Oh, da ist er schon. Wir wollen, dass dieser Raum absolut perfekt wird. Ja, ich sehe schon. Hier gibt es noch viele Entfaltungsmöglichkeiten. Okay, hier ist mein Entwurf. Wie findest du das? Oh mein Gott, ja, das ist absolut perfekt. Niemals, das ist nicht, was wir wollen. Oh, ich verstehe schon. Ich habe hier noch ein paar andere Entwürfe zum Ansehen. Nein, ich hasse Blau, das sieht so traurig aus. Alles klar, wie wär's mit etwas in Zitrus? Naja, schätze, das ist okay. Ja, wir nehmen das. Mach dir keine Sorgen, das wird bestimmt gut. Perfekt. Die Gesamtrechnung für dieses Projekt beträgt so viel. Das können wir uns definitiv nicht leisten. Oder vielleicht, wir haben nicht genug Geld dafür. Nein. Naja, Kunst ist eben nicht billig, meine Lieben. Macht's gut. Was soll's? Wir kriegen das auch ohne ihn hin. Komm mit. Siehst du, das hier entspricht eher unserem Budget. Ja, scheint so. Hier gibt's auf jeden Fall eine Menge Zeug. Vertrau mir, du musst nur ein Auge für das Richtige haben. Wie zum Beispiel diese Büste oder die Laterne. Oh, da drüben. Das ist genau, was wir brauchen. Na los, hol das Geld raus. Ja, schon gut. Hier, bitte sehr, das Geld. Soll das ein Witz sein? Das reicht nicht mal annähernd, um das zu bezahlen, was ihr wollt. Wir brauchen mehr Geld. Oh, na gut, hier ist der Rest unserer Kohle. Das sollte jetzt aber reichen. Da ist es. Vielen Dank für alles. Hey, was zur... Haben wir die ganzen Regale gekauft? Ha, sieht so aus. Oh, vergiss die hier nicht. Ah ja, danke nochmal und hab noch einen schönen Tag. Hey, schau mal, ich habe die kleine Matratze mitgebracht. Super, dann roll sie schon aus. Oh, stimmt, okay, los geht's, die ist schön. Ich leg noch eine Decke drüber. Ich habe diese gelbe hier, so jetzt ist es schön gemütlich. Aber ich bin noch nicht fertig. Für den nächsten Schritt brauche ich die hier. Ich mache nur ein paar Linien Kleber an die Unterseite der Matratze. Genau so, einmal um die Ecke. Und jetzt kommt die Decke drüber. So bleibt sie an Ort und Stelle. Wie findest du das? Das sieht doch schön gemütlich aus, oder? Wow, gut gemacht. Ich bin echt beeindruckt. Aber jetzt bin ich dran. Geh da lieber weg, denn ich habe noch mehr Regale zum Arrangieren. Bereit? Denn hier kommt das nächste. Und hier das letzte. Wow, ich habe kurz das Gleichgewicht verloren. Oh, stimmt, die Oberseite. Oder Podest, je nachdem. Gut, dann kann ich ein paar meiner Sachen einräumen. Ich krabbel hier einfach rein. Und ich habe hier oben all meine Kissen. Hier ist auch meine Flamingo-Lampe. Sie macht alles so schön hell. Und dann noch meine Lieblingsbücher hier in die Ecke. Meine kleinen Pflanzen dürfen auch nicht fehlen. Sie machen mich glücklich. Und ich schüttle meine Kissen auf, damit sie schön weich sind. Hey, ich denke, wir sind damit fertig. Was für ein gemütlicher kleiner privater Bereich.
Das ist toll. Okay, dann räume ich mal meine Plattensammlung ein. Oh, hier ist kein Platz. Und hier auch nicht. Oh, sie hat alle Fächer mit ihrem Zeug vollgestellt. Sie hat wirklich alle Fächer belegt? Das ist nicht fair. Und was mache ich jetzt? Wir haben zwar noch Platz, aber keine Regale. Ich schau mal, was ich im alten Zimmer finde. Vielleicht liegt hier ja was rum, das ich verwenden kann. Ha, sind das alte VHS-Kassetten? Hey, die bringen mich auf eine Idee. Yep, das werde ich auf jeden Fall probieren. Ihr Kassetten kommt mit. Ihr seid zwar veraltet, aber ich weiß, wie ich euch wieder einen Zweck geben kann. Wow, ich stell die mal lieber hier ab. Oh, cool. Da steht schon der Kleber bereit. Genau den brauche ich. Ich trage den Kleber auf die eine Seite der Kassette auf und klebe sie da an, wo ich sie hinhaben will, auf eine andere Kassette. Und jetzt baue ich ein Regal aus den Kassetten. Kaum zu glauben, dass man mit denen damals Filme schauen konnte. Puh, endlich habe ich auch ein cooles Regal für meine Sachen. Der Spiegelball hat seinen Platz. Jetzt meine LPs. Perfekt, hier ist auch Platz für mein Schachbrett. Und meine schicke Lampe, um den Bereich zu beleuchten. Ja, ich bin echt stolz auf das, was ich hier geschafft habe. Und mein Zeug hat seinen eigenen Platz. Hm, aber etwas fehlt noch in diesem Zimmer. Wird Zeit, ein paar Bilder aufzuhängen. Hier kommt das erste. Und das zweite. Und noch ein drittes. Ein schöner, gespenstischer Himmel mit Fledermäusen. Das gefällt mir. Das Zimmer entwickelt sich langsam zu einem coolen Ort. Mir gefällt das total. Und jetzt muss ich schlafen. Ich bin müde und habe eine Pause verdient. Guten Morgen. Wow, das hast du gemacht, während ich geschlafen habe? Wow, das sieht alles so fantastisch aus. Dafür hast du dir den Tee verdient. Hey, bist du wach? Ich habe dir Frühstückstee gemacht. Oh nein! Mist, du hast Tee auf den neuen Teppich verschüttet. Was hast du dir gedacht? Tut mir leid, ich wollte dich nur mit Tee überraschen. Aber keine Panik, ich denke, ich habe hier was, das uns hilft. Ah, da ist es. Schau mal, ich habe Klebeband. Damit klebe ich Streifen über den ganzen Teppich. Ich klebe sie in verschiedenen Winkeln und Längen auf. Genau so, und das letzte Stück kommt hier hin. Und jetzt kommt die Sprühfarbe zum Einsatz. Ich nehme verschiedene Farben und fülle die Lücken auf dem Teppich. Orange und Grün. Und jetzt Lila. Hat ein bisschen was von Karneval. Das war's, auch der letzte Bereich ist farbig. Alles ist trocken und ich kann das Klebeband abziehen. Schau dir das an, das Muster darunter kommt zum Vorschein. Wow, der Teppich sieht fantastisch aus. Wie findest du meinen neuen Teppich? Komm runter und teste ihn. Da habe ich nichts dagegen. Du bist echt clever. Ich weiß, manchmal kann ich auch ein Genie sein. Ja, da hast du recht. Langweilig. Hey, Jen! Jen? Ich muss diesen Akkord sauber hinbekommen. Oh, hör auf, rumzuschreien. Ich bin beschäftigt. Kümmere dich um deinen Kram. Ach ja? Gut, dann wollen wir mal sehen, wie du mit Ablenkung spielst. Noch ein bisschen näher ran. Hey, hör auf damit. Nimm das weg. Wow, das Ding fliegt durch die Luft. Das bringt mich auf eine Idee. Bist du bereit, Slinky? Dann los. Okay, ich muss nur diesen Haken an der Decke befestigen. Und schon kann ich meinen Slinky daran aufhängen. Großartig. Und jetzt hänge ich noch ein paar mehr auf. Wow, so bunt und federnd. Ich liebe das. Oh, arme Jen. Was? Ich kämpfe nicht mit dem Puppet. Hier, du kannst es haben. Ah, okay. Hey, ich habe noch eine gute Idee. Was, wenn ich es an die Wand hänge? Ja, das ist cool. Dann bringe ich noch meine anderen Puppets an. Ich fülle die ganze freie Fläche mit denen. Den klebe ich einfach auf die leere Stelle zwischen den anderen. Ich mache jetzt an der anderen Wand weiter. Denn eine Ecke muss nicht das Ende der Deko sein. Noch eins hier unten, damit alles symmetrisch ist. Und fertig. Ja, das gefällt mir. Jetzt kann ich mit meinen Puppets spielen, wann immer ich will. Pop, 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 pop. Wow, das ist eine schöne Ecke, die du dir eingerichtet hast. Das macht Spaß, gefällt mir gut. Oh, jetzt habe ich eine Idee.
Komm, ich mach dein Foto. Das ist eine coole Selfie-Ecke. Hi, ich habe total viel Spaß mit meiner Puppet-Wand. Perfekt, hier, schau dir die Fotos an. Das ist besonders gut. Wie cool, das ist ein schönes Foto. Schick mir das auf jeden Fall. Oh, das Zimmer fühlt sich endlich wie ein Zuhause an. Was zum Teufel schleppt Gender an? Vorsicht, ich komme rübergerollt. Geschafft. Genau hier will ich ihn hinhaben. Tada, das ist ein Sitz, den ich gebaut habe. Wow, der ist total gemütlich. Wie hast du den gemacht? Ich sag's dir, zuerst hatte ich ganz viel Eierkartons. Die habe ich dann übereinander gestapelt. Sie passen perfekt aufeinander, daher war das ganz einfach. Als der Stapel hoch genug war, habe ich ihn auf die Seite gelegt. Der nächste Schritt war kniffliger. Ich musste den Stapel wie ein Akkordeon auseinanderziehen, um am Ende einen Kreis rauszubekommen. Dann habe ich nur noch eine Schaumstoffmatte draufgelegt und das Ganze mit einer gelben Decke abgedeckt. Zum Schluss habe ich ein lila Gummiband drum gemacht, damit alles zusammenhält. Und das war's schon, der Sitz war fertig. Und nicht nur der, unser ganzes Zimmer ist jetzt fertig. Ich kann kaum glauben, wie gut wir das hinbekommen haben. Ohne Witz, du hast deine kuschelige Bettnische unten und deine Pop-It-Ecke. Das sind meine liebsten Bereiche. Aber du hast auch eine coole künstlerische Ecke und oben dein gemütliches Bett. Oh, wir haben hart gearbeitet, aber es hat sich gelohnt. High five! Schnell, rate, wird es pink oder grün? Und los, Zeit, die Lösung herauszufinden. Ah, es ist pink. Wow, sieht die Farbe nicht schön aus? Ich spiele so schön! What the heck? Ich versuche hier zu schlafen. Eben war ich noch gut gelaunt, aber jetzt? Warum musst du so gemein sein? Hast du gerade wirklich etwas nach mir geworfen? Oh, das reicht. Dein Verhalten ist inakzeptabel. Ach ja? Und was willst du dagegen tun, ha? Zeit für ein Battle. Na los, zeig, was du drauf hast. Ich brauche eine Waffe. Hiya! Eine Schwimmnudel? Du hast gar keine Chance gegen mich. Du wirst dich noch wundern. Die Nudel kann mehr, als du denkst. Nimm das und das. Ha! Abgewehrt und angetäuscht. Warum schlägt sie sich so gut mit der Schwimmnudel? Hey, wie wär's ansonsten damit? Eine Kissenschlacht? Was sagst du? Mein Wassermelonenkissen wird dein Untergang sein. Ach ja, zeig, was du kannst. Au! Ich bin aus der Puste. Hey. Oh! Hab ich wirklich verloren? Ja, das hast du. Habe ich dir doch gleich gesagt, du hast keine Chance. Hey, was machst du da? Du meinst mit diesem Schleim in meinen Händen? Ha, nimm das, Schleimbombe! Verdammt, daneben! Oh, ups. Hast du gerade wirklich mit Schleim nach mir geworfen? Sieh nur, was du angerichtet hast. Oh mein Gott, geht das nochmal ab? Weiß nicht, vielleicht? Oh, oder auch nicht. Soll das ein Witz sein? Der Schleim reißt die Tapete ab. Ob Klebeband das wieder richten wird? Oder Kleber? Oje, das sieht echt nicht gut aus. Ja, das stimmt, sieht echt hässlich aus und fällt voll auf. Warte mal, die Schwimmnudel. Sieh dir diesen tollen Schwimmnudelregenbogen an. Zeit für ein paar LED-Streifen. Die stecke ich in die Schwimmnudel rein. Die Nudeln haben wir längst durchgeschnitten, ist also kein Problem. Und nun stecke ich den Regenbogen wieder zusammen. Im nächsten Schritt bringen wir Watte als Wolken an. So weich und kuschelig. Oh mein Gott, guck mal. Oh, zur Abwechslung streiten sie sich mal nicht. Das freut mich wirklich sehr. Du meine Güte, was für ein himmlischer Regenbogen das ist. Meine Mädels sind so kreativ. Das Buch ist gar nicht mal so schlecht. Kapitel Nummer 2. Wir sind ziemlich cool, oder? Okay, Schweinchen, du machst eine Spritztour. Oh, meine kleine Prinzessin ist so süß, wenn sie spielt. Bieb, bieb, wir kommen. Noch schneller, Babyhäschen. Brrrm. Au, auchi. Du meine Güte, was ist denn los? Wieso weinst du? Na los, erzähl Mami, was passiert ist. Oh mein Gott. Hilft das gegen das Aua? Mein armes Baby und ihre armen Knie. Es muss etwas dagegen geben, das ich tun kann. Moment mal, ich weiß, wie ich meiner Kleinen helfen kann. Warte kurz, Mami hat einen tollen Plan. Ja, hallo? Kann die Lieferung heute erfolgen?
Hallo, Sie haben diesen Teppich bestellt, oder? Ich roll ihn für Sie aus. Ja, das sieht super aus. Brumm, weiter geht's. Oh, sie hat ihr Wehwehchen schon vergessen. So süß. Hä? Ma'am? Ma'am? Wow, Sie waren wie weggetreten. Sie müssten den Teppich leider bezahlen. Oh ja, stimmt, natürlich. Die Bezahlung. Hier für Sie. Das ist genug, oder? Ist das Ihr Ernst? Der Teppich kostet locker einen Huni. Oh, verstehe. Können Sie nicht eine Ausnahme machen? Mist, das ging daneben. Mein armes Baby sieht so traurig aus. Moment mal, ich glaube, das ist die Lösung. Also gut, komm zu Mami, Schwimmnudel. Wir haben Arbeit vor uns. Ich schneide mit dem Messer die Schwimmnudel in der Mitte längs auf. Ich will die Nudel in der Mitte gerade durchschneiden. Nun kann ich diese Hälften auseinanderziehen. Dann mache ich ein paar Schnitte, etwa so. Und zwar auf beiden Hälften der Nudel. Soweit, so gut. Nun muss ich noch ein paar Schnitte hier machen. Ich schneide die Schwimmnudel in gleich große Stücke. Das sieht wirklich gut aus. Und nun ordne ich die Stücke an. Die Stücke ordne ich versetzt an. Das sollte etwa so aussehen. Und fertig, Liebling. Mami hat was für dich gemacht. Das wird dir bestimmt gefallen. Hä? Das hast du für mich gemacht? Wow, wie cool. Los, Bärchen und Häschen, spielen wir weiter. Mami, du bist die beste Mami. Zeit für ein Lied, Bärchen. Bäume singen aber nicht. Muss ich wirklich schon aufstehen? Oh mein Gott, ich habe verschlafen. Ich bin spät dran. Aus dem Weg, aus dem Weg. Nicht nachdenken, schnapp dir etwas und werf es über. Ja, das passt. Der Schlafanzug muss noch aufgeräumt werden. Okay, Make-up und Frisur sitzt. Ich lasse die Haare offen, das passt so. Und nur noch Puder. Gut, das reicht. Fehlt nur noch der Schmuck. Jetzt sehe ich gut aus und kann losgehen. Moment. Ich muss mir ja noch Socken anziehen. Wieso ist denn hier so eine Unordnung? Oh, da ist eine orangene Socke. Die passt zum Oberteil. Okay, das wird gut aussehen. Und nun fehlt noch die andere Socke. Nope, das ist sie nicht. Die ist rot. Blau. Gelb. Nochmal blau. Oh, wo zum Henker steckt sie? Ich brauche die andere Socke. Die muss doch hier irgendwo sein. Wer braucht so viele Socken? Und wo ist die passende dazu? What the heck? Das ist die letzte Socke. Oh, na schön. Dann ziehe ich eben diese Socke an. Wird das jemand bemerken? Oh, immer kommt sie zu spät und lässt mich warten. Wieso hast du so lange gebraucht? Ich hatte ein kleines Problem, ein Sockenproblem. Was zum Geier ist ein Sockenproblem? Ah, schon kapiert. Schon gut, ich helfe dir bei deinem Problem. Na los. Okay, wir brauchen ein Stück Filzstoff. Und natürlich den super praktischen Heißkleber. Den Kleber trage ich an den Seiten und in der Mitte auf. Drei Klebestreifen sind genug, finde ich. Dann klebe ich den Filzstoff darüber. Und nun kommt noch mehr Kleber. Zwei Linien reichen und nun zurück zum grünen Filzstoff. Das Ganze wiederhole ich mit verschiedenen Schichten in unterschiedlichen Farben. Und nun kann ich es auseinanderziehen. Tada! Gefällt's dir? Nun sind deine Socken nach Paaren sortiert und du hast die richtigen Socken mit einem Griff. Cool, du bist die Beste! Dann ziehe ich sie jetzt an. Danke, deshalb bist du meine beste Freundin. Nun aber schnell! Vergiss nicht, mich regelmäßig anzurufen und denk dran, diese Pflanze regelmäßig zu gießen. Hier, nimm das und pass gut auf diese Pflanze auf. Ich werde dich vermissen, mein Schatz. Hab dich lieb, bye. Mann, Pflanzen sind nicht so mein Ding. Aber was soll's. Am besten nehme ich dich mit in mein Zimmer. Ich verstehe echt nicht, warum ihr diese Pflanze so wichtig ist. So. Endlich kann ich so laut spielen, wie ich will. Ich werde eine gute Zeit haben, während sie im Urlaub ist. Yeah, ab geht's! Zeit für Rock'n'Roll! Jetzt wird erstmal gezockt. Ich sollte besser schlafen gehen. Morgens zu trainieren ist das Beste, der perfekte Start in den Tag. Sehr gut, und nun ist Zeit für die Schule. Ich sollte meine Hausaufgaben erledigen und nichts für später aufschieben. Haltet die Dinosaurier auf. Ich komme zu spät, ich muss los! Dieses Spiel macht keinen Spaß mehr, voll lame. Oh, Schluss damit, kein Bock mehr. Irgendwas habe ich vergessen. War das ein bestimmtes Datum? Oh nein, Mom kommt heute zurück. Oh nee, ich habe wirklich was vergessen. Sie sieht furchtbar aus. Was mache ich denn jetzt nur? Vielleicht kann ich die Pflanze mit etwas Wasser noch retten. Das Wasser der Gießkanne ist echt schon vertrocknet. Oh je. Vielleicht ist Limo genauso gut? Einen Versuch wäre es wert, oder? Nee, lieber nicht. Das hilft mir hier bestimmt nicht weiter.
Oh, hey, das könnte funktionieren. Mein Zerstäuber. Na los, trink aus und erhol dich. Funktioniert es? Oh, sieht nicht danach aus. Hey, Moment mal, vielleicht hilft mir die Schwimmnudel weiter. Okay, ich drehe den Blumentopf um. In das Gefäß fülle ich etwas weiße und etwas orangene Farbe. Dann kamen Blau und Pink dazu und zu guter Letzt noch etwas Gelb. Nun gieße ich die Farbe auf den Blumentopf und ich muss vorsichtig sein. Schaut mal, die Farben vermischen sich richtig schön. Hier kamen noch etwas Blau und Grün. So weit, so gut. Die Farbe auf dem Blumentopf ist nun trocken. Nun schnappe ich mir die Schwimmnudel und schneide sie auf. Dann nehme ich mir ein paar ausgeschnittene Stücke heraus. Es funktioniert. Es sieht jetzt schon aus wie eine Pflanze. Okay, die Pflanzenform steht. Fehlt nur noch etwas Farbe. Diese grüne Farbe wird die Fake-Pflanze so richtig lebendig aussehen lassen. Wow, das sieht echt gut aus. Und damit die Pflanze wirklich echt aussieht, füge ich Stacheln hinzu. Die Stacheln kleben an der Farbe und sehen toll aus. Super, und mit dem Holzspieß befestige ich die Fake-Pflanze. Mom, endlich bist du wieder zu Hause. Wie war der Urlaub? Sehr erholsam. Ich habe dich vermisst. Wie geht's dir? Gut, ich habe die Pflanzen gegossen, siehst du? Wow, das hast du wirklich gut gemacht. Aber ich hatte dir überhaupt keine Kakteen zum Aufpassen gegeben. Naja, sie sehen schön aus. Du kennst mich, ich habe einen grünen Daumen. Phew. Das freut mich zu hören. Ich habe dir nämlich was mitgebracht. Oh, eine Pflanze für mich. Danke. Na gut, Schatz, hier sind all deine Schulsachen. Viel Spaß in der Schule, sei brav. Ja, klar. Oh, hier, meine Tasche ist zerrissen. All meine Sachen sind auf dem Boden. Oh, weh, Schatz. Okay, keine Sorge, ich bringe das jetzt in Ordnung. Mal sehen, hier muss es doch etwas geben, das ich verwenden kann. Es ist an der Zeit, dieses Problem zu lösen. Tada, ein brandneuer Rucksack, nur für dich. Wow, echt toll. So, ich gehe jetzt zur Schule. Bis später. Okay, Miss, welchen Rucksack möchten Sie heute zur Schule mitnehmen? Nicht diesen, der ist zu langweilig und aus der Mode. Okay, Sie haben noch diesen lila und diesen aus Gold zur Auswahl. Ja, genau, den nehme ich heute mit. Ausgezeichnete Wahl, Miss Emma. Hier, bitte sehr, Sie werden bestimmt einen schönen Tag haben. Puh, gut, dass das jetzt vorbei ist. Dong, ich habe dieses Puppenhaus. Aber wie ihr sehen könnt, fehlt darin ein Sofa. Und ihr sollt eins basteln. Basteln? Hm? Wie soll das denn gehen? Moment mal, ich habe eine Idee. Okay, hier steht die Couch. Wollen wir doch mal ein Maß nehmen. Wo will die denn hin? Seltsam. Ich bastle einfach ein Origami-Sofa. Ich falte das Blatt von Ecke zu Ecke. Dann klappe ich es wieder auf und mache dasselbe mit den anderen Ecken. Jetzt falte ich eine Ecke zur Mitte. Dann falte ich es wieder auf und mache es nochmal. Jetzt falte ich die Kante wieder zur Mitte und immer schön die Kanten nachziehen. Dann wiederhole ich diese Schritte auf der anderen Seite. Soweit, so gut. So, jetzt bin ich soweit wie auf der anderen Seite. Dann kommen jetzt die nächsten Schritte. Noch mehr Falten zur Mitte. Und natürlich wieder auf beiden Seiten. Das Falten wird jetzt schon schwerer. Okay, jetzt falte ich es wieder ein bisschen auseinander. Denn die anderen Ecken müssen auch noch gefaltet werden. Dann wieder auffalten und bis zur neuen Linie falten. Jetzt falte ich es wieder hoch. Und nicht vergessen, dasselbe auf der anderen Seite zu machen. Jetzt wird's langsam. In Ordnung. Jetzt falte ich es nochmal aus und wieder ein. Es soll ein Rechteck werden. Jetzt kann ich die Enden so einknicken, dass eine Art Kiste entsteht. Und auf der anderen Seite auch. Klasse. Davon brauche ich noch eine zweite. Und dann stecke ich die Kisten ineinander. Yippie, der Teil wäre erledigt. Kommen wir nun zu diesem kleinen Stück Papier. Ich schlage es um, ohne einen Falz zu ziehen, und schiebe es in die Seite. Und auf der anderen Seite auch in Armlehne. Weißt du was? Ich brauche noch Kissen. Tada! Ist das nicht süß? Hier ist mein Sofa, Herr Zauberer. Fantastische Arbeit. Ich muss alles genau abmessen. Ah, okay, jetzt kommt das Rechnen. Komisch, sie ist noch gar nicht wieder da. Oh, sie ist eingeschlafen. Also, ich bin zufrieden mit meinem Werk. Dann stelle ich mein Sofa gleich mal hier in das Puppenhaus. Nächste Herausforderung. Ihr sollt das hier basteln. Okay, das kriege ich hin. Erstmals ein Blatt Papier. Ich frage mich, wie ich am besten an die Sache rangehe. Ach ja, ich wünschte, ich wäre auf einem echten Boot.
über die blauen Wellen segeln, Sonne und Wind in meinem Haar. Ah, wie entspannt und wundervoll. Ich könnte einen ganzen Sommer auf dem Boot verbringen. Sie ist wohl mal wieder in ihre Tagträume abgedriftet. Aber sie verliert den Anschluss. Ich wecke sie mal lieber. Hä? Was? Wir sollen ein Origami-Boot basteln. Oh, ach ja. Okay, ich mach ja schon. Ich beginne damit, das Blatt in der Mitte zu falten. Okay, das ist fein. Guter Anfang. Und jetzt drehe ich es um und falte es auch in die andere Richtung. Und immer schön die Falze nachziehen. Okay, dann öffne ich es wieder und falte die Ecken ein. Das geht so ähnlich wie bei einem Papierflugzeug. Aber es wird natürlich kein Flieger. Wir brauchen noch ein Boot. Diesen Streifen falte ich hoch. Jetzt sieht es schon ein bisschen wie ein Boot aus. Vielleicht kein Boot, aber eine Kapitänsmütze. Der nächste Schritt ist etwas komplizierter. Ich muss es aufklappen und in diese Richtung falten. Diese Ecke schiebe ich unter die andere, dass alles wieder flach liegt. Jetzt falten wir wieder die Ecken hoch. Sieh mal, ein cooles Dreieck. Aber leider noch kein Boot. So, jetzt wieder auf und so rum. Und jetzt der letzte Schritt. Wow, sieh mal, ich habe es auseinandergezogen. Und jetzt ist es ein Boot. Es ist nicht prima geworden? Also mir gefällt's. Jetzt haben wir zwei kleine Boote. Wir sind so gut. Sehr gut, Mädels. Den Test habt ihr bestanden. Hey, warte mal. Komm mit, wir probieren sie mal aus. Hey, wo wollt ihr denn hin? Okay, die Wanne ist voll. Bereit für eine Segelparty? Juhu, sieh nur, sie schwimmen. Wie süß. Oh, sie weichen auf. Naja, sie sind halt nur aus Papier. Puh, ich muss mich unbedingt mal um meine Nägel kümmern. Oh, ihr seid wieder da? Fein, das ist eure nächste Challenge. Fingernägel? Alles klar. Zeit für mein Maniküre-Set. Mal sehen, womit fange ich an? Ich denke, ich nehme die blauen. Die passen zu meinen Sachen. Na, dann kleben wir die mal auf. Ja, sieh dir das an. Aufgabe erledigt. Wie bitte? Oh nein, so habe ich das nicht gemeint. Wow, deine Nägel sind lächerlich. Ich löse das wieder mit Origami. Ich nehme diese Ecke und falte sie bis an diese Kante. Dann die andere Ecke und oben entsteht ein Dreieck. Dasselbe mache ich mit dieser Seite, dass noch ein Dreieck entsteht. Und dann diese Ecke auch. Okay, jetzt falte ich diese Seite zur Spitze. Und dann nochmal in der Mitte. Fertig ist das Dreieck. Gut, dann öffne ich es wieder und falte diese Ecke herunter. Dann klappe ich sie wieder zu. Und den Rest falte ich auch noch um. Das ist eine ganz schöne Falterei. Ich will auf jeden Fall weiterhin scharfe Falze haben, auch wenn das Papier immer dicker wird. Das ist etwas knifflig. Ich muss das ein bisschen aufdrücken und die Ecke einstecken. Aber das war's schon. Sieh hier, hier kann ich meinen Finger reinstecken. Tada! Was sagt ihr zu diesen Fingernägeln? Schaurig, sehr gut gemacht. Warum sind meine Nägel nicht gut genug? Du solltest mal dein Gesicht sehen. Oh Mann, du bist so gemein. Was meinst du, was wir als nächstes basteln müssen? Kraniche, das ist eure nächste Challenge. Wie soll ich das nur anstellen? Ja, ich glaube, ich weiß, womit ich anfange. Oh, ich weiß, was ich mache. Ich habe hier meine Kopfhörer. Die stecke ich mir in die Ohren. Fantastisch. Und jetzt spiele ich diese Playlist ab. Ja, die ist gut. Genau mein Ding. Dann legen wir mal los. Ich beginne wie immer mit dem Falten von Ecke zu Ecke. Und dann die anderen Ecken auch noch. Als nächstes lege ich die Kanten aufeinander. Den Falz fest nachziehen und wieder öffnen. Und dann dasselbe mit der anderen Kante. Okay, jetzt falten wir es wieder auseinander und es wird etwas kniffliger. Ich nutze die vorhandenen Kniffe, um dieses Dreieck zu formen. Jetzt falte ich diese kleinen Kanten zur neuen Mitte. Sehr schön. Und die andere Seite auch. Die kleine Ecke hier oben falte ich auch ein, aber auch gleich wieder zurück. Dann drehe ich das Ding um und mache dasselbe mit den anderen Kanten. Okay, wieder umdrehen und wieder öffnen. Auch ein komplizierter Kniff. Aber jetzt sieht es wie ein Diamant aus. Jetzt falten wir wieder diese Kanten ein. Sie sind inzwischen ganz schön klein geworden. Und weiterhin schön scharf nachziehen. Und was jetzt? Umdrehen und auf der anderen Seite auch natürlich. Der nächste Schritt gefällt mir. Der macht echt Spaß. Dieses wie ein Bein aussehende Stück wird jetzt hochgefaltet. Und die Spitze nach unten.
Wir sind auf der Zielgeraden. Jetzt brauchen wir eine Schere. Wir schneiden hier entlang bis zur Mitte. Dieser Flügel wird so runtergeklappt und der andere auch. Und diese kleinen Stücke falten wir so ein. 1, 2, 3 mal kniffen. Ja, sieh doch, ich habe einen Origami-Kranich gebastelt. Wie süß. Sieh nur, er führt einen Kranichtanz auf. Okay. Sie ist schon wieder völlig abgehoben. Hey, was machst du da? Oh, ich lasse meine Playlist laufen. Hör mal rein. Oh, wow. Jetzt verstehe ich. Diese Playlist ist genial. Ich denke, ich sollte auch mal langsam anfangen. Juhu, ganz kleiner Kranich. Ja, mein Kranich ist auch fertig und bereit für ein Tänzchen. Sieh sie dir an, sie führen einen richtigen Regentanz auf. was ist denn bei denen los? Und woher kommt diese Musik? Wow, mir ist auch nach Tanzen zumute. Mann, ist das langweilig. Oh, der Zauberer-Typ ist zurück. Mal sehen, was er jetzt will. Die nächste Aufgabe ist eine Blume. Los geht's. Okay, ich glaube, ich weiß, wie ich das mache. Hey, ja, ich hatte gehofft, du könntest mir helfen. Danke. Bitteschön. Und einmal unterschreiben, bitte. Danke, hier sind Ihre Rosen. Schönen Tag noch. Hey, Zauberer, hier sind meine Rosen. Wie bitte? Nee, so war das nicht gemeint. Gebt euch mehr Mühe. Na schön, dann würde ich mal etwas anderes ausprobieren. Okay, ein bisschen davon und hier auch noch. Und jetzt ist die Schere dran. Okay, ich denke, das wäre es dann. Tada! Was soll das denn wieder? Ha, da hast du wohl wieder versagt. Dann ist jetzt mal meine Schere an der Reihe. Aber zuerst wird gefaltet. Okay, ich ziehe mit Lineal und Bleistift eine Linie. Und jetzt wird geschnibbelt. Ich schneide einfach schmale Streifen bis hin zu der Markierungslinie. Von einer Seite bis zur anderen. Dann klappen wir es auf. Oh, das sieht ja cool aus. Jetzt tragen wir hier unten Klebstoff auf. Und dann falten wir die Seite rüber und kleben sie fest. Jetzt brauche ich einen grünen Strohhalm und noch mehr Klebstoff. Ich trage rings um das Ende des Strohhalms Kleber auf. Wunderbar. Und klebe dann den Strohhalm an das Papier. Ich rolle es einfach auf. Weiter, weiter, weiter. Und dasselbe machen wir jetzt mit einem weiteren Blatt. Das sieht ja grandios aus. So, meine Blume ist fertig. Oh, ich sehe schon. Das hast du wirklich gut gemacht. Was? Oh, ich fürchte, er hat recht. Die ist wirklich hübsch. Oh, sie sieht so traurig aus. Hey, sieh mal, ich habe auch eine für dich gebastelt. Oh, eine lila Blume. Vielen Dank. Du bist so eine tolle Freundin. Oh, ihre Freundschaft ist gerettet. Das ist der letzte Stein. Unser Turm steht. Nicht mehr lange. Oh, nimm das. Ups, wie ist das denn passiert? Wow, ich bin voll im Rausch. Gib das her. Verabschiede dich von deinem Teddy. Warum bist du so gemein? Ich komme, um den Tag zu retten. Wer ist das denn? Super, Mama. Und ich hab dich im Auge. Mich? Verschwinde von hier. Aber mein Spielzeug, es ist kaputt. Alles wird wieder gut. Überlass das mir. Ich bin schließlich eine Superheldin. Wow, was ist passiert? Niemals. Ich bin noch nicht fertig. Das ist ja unglaublich. Ein kleiner Schnitt hier. Guck dir das an. Wow, eine Katze nur für mich? Vielen Dank. Tut, tut. Wie wäre es mit einem Sportwagen? Wow, das wird ja immer besser. Ich wollte schon immer einen Hund. Du bist die Beste. Ups, ich muss los. Jemand braucht meine Hilfe. Tschüss. Mehr hast du nicht drauf? Ich will dich ja nicht überfordern. Dir werde ich's zeigen. Nein! Oh, ich hasse es zu verlieren. Daran solltest du dich lieber gewöhnen. Ich habe keine Lust mehr. Oh, sei nicht so. Lass mich in Ruhe. Ich mein's ernst. Ich bleib hier drunter. Und was mache ich jetzt?
Oh, ich weiß. Ich mach was aus dem Karton. Ich baue mir eine Burg. Zuerst die Wände. Sieht gut aus. Diese Platte noch. Ich mache ein paar Schnitte. Genau hier. Ich schneide das aus. Ganz vorsichtig. Perfekt. Das kommt an meine Burg. Wow. Unten kommt noch ein langer Streifen hin. Eine Sache fehlt noch. Ich brauche ein Tor. Und ich weiß auch wie. Ich mache das mit zwei Stiften. Den einen halte ich in der Mitte fest. Wichtig ist, dass die Schnur straff bleibt. Das wird der perfekte Kreis. Weiter geht's. Ich zeichne senkrechte Linien. Hier drüben noch zwei. Jetzt kann ich's ausschneiden. Einfach entlang der Linien. Ist ganz einfach. Ich entferne diesen Abschnitt. Jetzt mache ich oben noch ein paar Schnitte und klappe das um. Das klebe ich noch fest. Ich mache das rundrum. Das wird toll aussehen. Und noch den Rest. Der Torbogen ist fertig. Perfekt. Da fehlt noch was. Genau, eine Zugbrücke. Die mache ich jetzt. Ich steche zwei Löcher in den Karton. Da fädle ich das Seil durch. Und das klebe ich an meine Zugbrücke. Wow, die funktioniert perfekt. Wow, wie cool. Ich will auch eine Burg. Oh, du bist das. Dir fehlen noch Türme. Ja, da hast du recht. Bringen wir sie an. Ich schieb das hier drauf. Und noch eine Flagge. Das war eine gute Idee. Gefällt mir. Guck dir mal die Turmspitze an. Sowas habe ich noch nie gesehen. Hätte ich ohne dich nicht geschafft. Ich helfe gerne. Ich habe voll viel Spaß. Wir brauchen noch Fenster. Ich zeichne die zuerst ein. Find ich gut. Jetzt ausschneiden. Das mache ich mit dem Skalpell. Raus damit. Das wird ein toller Balkon. Ich glaube, wir sind fertig. Ich weiß nicht. Aha, ich hab's. Ich klebe Pappblöcke um die Türme herum, damit sie nicht abstürzen. Wir brauchen noch Fensterrahmen. Das soll realistisch aussehen. Gute Idee. Damit kriegen wir den Ziegeleffekt hin. Ich verteile die über die gesamte Burg. Es fehlt noch Grünzeug. Efeu passt perfekt. Wickle den um die Türme und Mauer. Ich bin schon dabei. Diese Fackeln sorgen für die Beleuchtung. Du weißt, dass die aus Pappe sind, oder? Wir sind fertig. Guck mal, was ich habe. Ja, du kannst Gedanken lesen. Das sieht echt magisch aus. Ja, ich weiß. Besser, als ich es mir vorgestellt habe. Die Burg ist einer Prinzessin würdig. Du meinst mich, oder? Claro. Worauf warten wir noch? Lass uns reingehen. Gut, dass du das sagst. Wow, wer hätte gedacht, dass ich mal in einer Burg wohne? Das ist meine liebste Zeit. Frische Bettwäschetag. Und wie duftet. Wie eine Sommerwiese. So herrlich. Ich habe meinen Happy Place gefunden. Ich fange an. Und ganz ohne Falten. Wie ein Kunstwerk. Was zum... Guck mal, Mami. Ich spring bis zum Himmel hoch. Juhu. Nein, was machst du da? Mein schönes Bettlaken. Hör auf, sofort. Oh-oh. Das war wohl nicht so gut. Ach, wie konntest du nur? Ich muss was tun. Vielleicht hilft mir dieser Karton. Der kommt aufs Bett, um es abzudecken. So müsste es gehen. Schatz, komm her. Das wird toll. Tut mir leid, Mama. Hä? Was ist das? Ich bin verwirrt. Ich kann da nicht drauf hüpfen. Es funktioniert. Ich denke, ich habe alles. Wir können los. Lexi, komm schon. Da bin ich, Mami. Darf meine Teddys nicht vergessen. Ich steck die in meinen Koffer. Veräppelst du mich? Ich stopf die da rein. Mach Platz, Schatz. Mama hat das im Griff. Du musst richtig packen. Vielleicht hilft das. Rein mit euch. Ich glaube, das passt. Los geht's. Hey, komm zurück. Hä? Was ist los? Oh, stimmt. Das ist nicht gut. Ist okay, Süße. Ich schaff das. Was ist das, Mama? Ich habe eine Idee. Ich falte den Karton. Jetzt zur Heißklebepistole. Ich trage Kleber auf den Rand auf. Da kommt das abgerundete Stück dran. Und auch auf der anderen Seite. In die Mitte auch noch. Ich mache Bereiche.
Hier schiebe ich einen Zahnstocher durch. Ich habe Löcher in den Karton gemacht, um die Zahnstöcher einzuführen. Das sieht gut aus. Das wird der Deckel. Ich trage Klebstoff entlang der Kante auf. Dann klebe ich das auf den Karton. Das muss gut halten. Die funktionieren wie Schlösser. Es fehlen noch Räder. Aludosen sind perfekt. Ich trage Leim entlang der Dose auf und klebe sie unten an. Dann noch eine zweite Dose. Da schiebe ich eine Papprolle durch. Passt perfekt. Ich habe Pappkreise. Die klebe ich zusammen und fest andrücken. Die kommen an die Papprolle. Die Räder sind fertig. Auf diesen langen Streifenkarton kommt Kleber auf den Rand. Dann klappe ich den um. Daraus wird der Griff. Ich brauche noch einen zweiten. Langsam nimmt es Form an. Eine Sache gibt es noch zu tun. Und zwar anmalen. Das ist der lustige Teil. Mein innerer Künstler darf raus. Ich fange mit Schwarz an. Dann wechsle ich zu Rosa. Das wird fabelhaft aussehen. Wie ein Kunstwerk. Ich male zwei Kulleraugen. Und dann die Schnurhaare. Wie süß. Was ist mit mir? Ich will auch malen. Wow, große Verantwortung. Ich bemale die Ohren. Guck dir die mal an. Ich hab's geschafft, Mama. Kleb sie auf den Koffer. Bitte sehr, Häschen. Die Schleife kommt hier hin. Das ist dein neuer Koffer. Ein ganz besonderer. Unfassbar, dass du den gemacht hast. Der ist fantastisch. Ich reise mit Stil. Ich will den gleich nehmen. Packen wir meine Sachen rein. Der hat genug Platz. Deine Puppe kommt hier hin. Hier ist sogar Platz für Snacks. Darf den nicht vergessen. Das war's. Wir können los. Oh, wir sind spät dran. Wir müssen los. Alles klar, Mama. Wow, der ist super. Hab ihn. Oh nein. Das war unerwartet. Ich weiß, was wir machen. Lass uns das spielen. Ich glaub nicht. Wie wär's mit Videospiele? Okay, warum nicht? Das wird lustig. Du wirst verlieren. Ha, denkst du. Wie lange spielen wir schon? Alles ist so verschwommen. Mir ist langweilig. Machen wir was anderes. Wie wär's mit Tennis? Was? Wirklich? Ich mag keinen Sport. Ein Versuch war's wert. Vielleicht Schach? Langweilig. Ich will Snacks essen. Ich hab welche. Oh, eklig. Was sollen wir machen? Mädels, was ist los? Es gibt nichts zu tun. Das denkt ihr? Das wird Spaß machen. Mama, nein. Tough Crowd. Scrabble ist immer gut. Ah, wirklich? Wir passen. Gut, was haben wir noch? Wartet mal. Schaut mal, was ich habe. Der löst das Problem. Vertraut mir. Ich brauche eine leere Schüssel. Die drehe ich um. Dann zeichne ich drumherum. Ich zeichne hier einen Kreis hin. Und auch auf die andere Seite. Das war einfach. Jetzt schneide ich die aus. Ich entferne ein kleines Quadrat aus dieser Ecke. Das brauche ich nicht. Jetzt klappe ich den Rand um. Genauso. Und festkleben. Ich mache das ringsherum. Jetzt ziehe ich rote Linien über den Karton. Und eine schwarze Linie in die Mitte. Ich zeichne jetzt um das Klebeband herum. Das wird ein perfekter Kreis. Ich bin fertig. Schaut mal her, Mädels. Steck den Kopf durch. Wow, wie cool. Lass uns spielen. Du hast keine Chance. Ich werde gewinnen. Oh, das war knapp. Ich liebe dieses Spiel. Mann, Mann. Gewonnen! Woo! Wer möchte einen Snack? Mädels, aufgewacht! Hä? Was? Oh, hi Mama! Das ist super! Es gibt so viel zu tun heute! Oh, bleib da stehen, Fräulein! Was versteckst du vor mir? Aha! Eine Banane! Du kennst die Regel! Kein Essen! Na gut, dann esse ich sie eben jetzt! Okay, dann. Ich hasse es, Leuten beim Essen zuzusehen. Schon weg. Hey, so geht das nicht. Geh und heb sie auf. Ernsthaft? Oh, na gut.
Oh nein! Oh. Oh je, ein Schuh? Oh. Aua. Ich bin nicht die Einzige, die geflogen ist. Der ist schwer. Was ist da drin? Spickzettel? Ich kann's nicht glauben. Das ist keine Banane. Kannst du mir das erklären? Nicht wirklich. Eine Schande. Ein Tiefschlag nach dem anderen. Oh, blöde Banane. Und was mache ich jetzt? Ich brauche diese Notizen. Also müssen sie mit. Ich habe eine einfache Lösung für mein Matheproblem. Ich hoffe, ich habe hier genug Platz. So. Aber warte. Jetzt kommt die ultimative Tarnung. Ich kann ja nicht so einfach reinspazieren. Das muss wie ein Design aussehen. Tada! Schuhdesigner aufgepasst. Neuer Trend im Anmarsch. Jetzt kommt der Test. Bin wieder da. Halt, Spicker. Natürlich nicht. Ich verstecke nichts. Sehen Sie? Hm, na gut, geh rein. Man sieht sich. Was für eine Tortur. Aber ich brauche nicht lange. Die Antworten liegen mir zu Füßen. Hm, sieht ziemlich richtig aus. Und dann heißt es, Chemie sei schwer. Ich kann die 1 plus förmlich riechen. So süß, stimmt's? Yes, ich hab's pünktlich geschafft. Ist das Timmy? Schau dir seine Haare an. Wow, it's showtime. Upsi. Hä? Hey du, wie geht's? Oh, hey. Du glaubst, du kriegst ihn? 2 können dieses Spiel spielen. Ich leg los. Oh nein, mein Pulli. Och, Mano. Unglaublich. Oh, was jetzt? Jemand hat einen schlechten Tag. Nicht mein Problem. Das ist mein Lieblingspulli. Warte mal. Der sieht aus wie eine Stricknadel. Operation Pulli kann losgehen. Raus mit der Mine und rein mit der Wolle. Okay, jetzt die Mine rein. Mit der schiebe ich den Faden durch. Dann ziehe ich ihn raus. Schnipp, schnapp. Als nächstes brauche ich ein Post-it und doppelseitiges Klebeband. Das Ende des Fadens wird da drauf geklebt. Es bleibt kleben, während ich den Faden rausziehe. Jetzt zu meinem Design. Das geht ganz einfach. Gleich fertig. Das war's. Jetzt schneide ich den ab. Wie niedlich. Das war eine Herzensangelegenheit. Siehst du? Los geht's. Hä? Das ist für dich. Willst du's? Oh, wow. Ist das ein Herz? Sie mag mich. Ruf mich jederzeit an. Ich warte auf dich. Yay. Wirklich? Niemals, das ist mein Timmy. Du meinst mein Timmy. Ach, gemein. Wie aufregend. Aha, verstanden. Ja. Ich habe auch einen Anruf. Ja, ich glaube, ich habe heute Zeit. Hä? Ja, ich habe Zeit. Glaube ich. Ist egal. Ich will auch eine Uhr für große Mädchen. Also mache ich mir eine. Direkt auf meinen Arm. Ich rufe dich zurück. Du wirst eine Uhr, was? Schatz, komm mit. Machen wir dir eine Uhr. Zuerst kommt das Gesicht der Uhr. Dann kommt der Rahmen. Umdrehen und die Rückseite draufsetzen. Perfekt. Jetzt kommt der lustige Teil. Hello Kitty. Du bleibst jetzt eine Weile. Dieses Stück kommt auf die Rückseite. Und jetzt noch Farbe. Rosa passt immer, oder? Und verbinden. Dann eine Uhr reinstecken. Schau. Ava, guck mal. Wow, mach sie mir um. Ist die wirklich für mich? Wie spät ist es? Juhu! Okay, zurück an die Arbeit. Ja, ich auch. Yep, bin schon dabei.
Es geht voran. Wie sieht's bei dir aus? Ava, willst du einen Zaubertrick sehen? Okay. Da ist was hinter deinem Ohr. Was? Ich bin reich. Ist da hinten noch mehr? Schauen wir mal. Wow, ich liebe dieses Spiel. Oh, hier ist noch einer. Das macht Spaß. Die dürfen wir nicht vergessen. Und die hier auch. Und hier? Ja, genau. Guck dir all die Münzen an. Wow, sie gehören dir. Wow, fantastisch. Ich muss die gut verstauen. Wow. Das ist ja ein kleines Täschchen. Ich glaube nicht, dass die da alle reinpassen. Rein da! Na los! Mama, guck mal! Das ist unmöglich! Unmöglich ist nicht in meinem Wortschatz. Schau einfach zu. Zuerst den Karton abdecken, dann kurze Zahnstocher reinstecken und jeweils eine Feder draufsetzen. Dieses Stück kommt hier hin und wird durch dieses Pappteil gesteckt. Dann wird der Eisstiel angeklebt und da kommt die Münze. Wird Zeit, die Box zu schließen. Das war's! Und damit's von außen gut aussieht, habe ich ein lustiges Gesicht gemacht. Jemand hat Hunger auf Münzen. Bitte sehr. Er nimmt all deine Münzen auf. Aber wie? Ich zeig's dir. Bereit? Leg sie auf die Zunge. Drücken. Jetzt versuchst du es. Cool, okay. Für dich. Guten Appetit. Er nimmt sie. Wow, das ist fantastisch. Das wird eine Weile dauern. Juhu! Was sagst du? Er hat noch Hunger! Hey, hey! Bekomme ich einen Hund? Was ist mit deinem Hamster? Der hatte kein gutes Ende. Und dein Fisch? Der hat's nur eine Woche geschafft. Nein, tut mir leid, Schatz. Nein? Du zerstörst mein Leben! Ich hasse es hier! Bleib ruhig! Womit kann sie noch spielen? Sie liebt ihr Spielzeug. Dann erschaffe ich ihr ein Haustier. Schau mal, ein Hündchen aus Pappe. Wuff, wuff. Hä? Oh, ist der für mich? Wow, er ist mein neuer bester Freund. Juhu, ein Hündchen. Pappe war die richtige Wahl. Flieg, Hündchen, flieg. Aha, 17 Uhr. Das schaffe ich. Oder ist 6 besser? Einen Augenblick. Ich rufe zurück. Ist das nicht mein Schreibtisch? Yay! Nein. Jetzt ist es Barbie Village. Sehr schön. Ich werde nebenan arbeiten. Endlich etwas Ruhe und Frieden. Mama, das ist mein Barbie-Versteck. Gehst du bitte? Ist hier Barbie-freie Zone? Endlich. Ich habe viel zu erledigen. Was ist das? Mama, macht's dir was aus? Was? Es reicht, geh in dein Zimmer. So gemein. Na los. Denk mal dran, wer hier die Hypothek bezahlt. Aha. Echt unglaublich. Wo soll ich denn jetzt spielen? Aha, ein Moment. Was denn jetzt? Annie, bitte nicht weinen. Nein, guck, was du gemacht hast. Sie kann nirgendwo hin. Sie lebt auf der Straße, was? Das bringt mich auf eine Idee. Zuerst muss ich den schneiden. Und zwar in so einem Muster. Dann aufstellen. Und mit solchen Papprollen befestigen. Und hier ist das Tor. Mit Strippen entsteht der Mechanismus. Siehst du? Dann so zumachen. Und für Barbie nehme ich ein hübsches Pink. Mit Fahnen wird's besonders. Stimmt doch, oder? Annie, schau, was ich dir gebaut habe. Ein Schloss? Warte. Tada! Komm rein. Willkommen zu Hause. Und jetzt wieder zu meiner Arbeit. Ah, wo war ich? Hallo? Ja, wegen Dienstag. Rein mit dir, Kleine. Wow, ein schönes Schloss. Hey, krasses Video. Oh nein. Morgen ist der 16. Nein. Ah, wie kann das sein?
Ich habe noch nichts gelernt. Ich muss die ganze Nacht aufbleiben. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Schauen wir mal. Haben wir das überhaupt besprochen? Okay, multipliziere mit 7. Ich schaff das. Komm schon. Warte, stimmt das? Ich kann kaum noch klar denken. Ist das eine 1 oder eine 12? Schatz, hast du wieder zu spät angefangen? Mach das Licht an. Also, das ist neu. Ich glaube, die Sicherung ist raus. Das ist nicht gut. Warte, ich habe eine Idee. Siehst du diesen Pappbecher? Auf den zeichne ich Herzen. In verschiedenen Größen. Genauso. Hier unten noch eins. So, dann ausschneiden. Perfekt. Weiter geht's. Auf diesen Kreis kommt auch ein Herz. Diesmal ein großes. Und dann? Du hast es erraten. Und jetzt zum Becher. Das runde Stück kommt oben drauf. Sehr schön. Siehst du, wie ich diese Pappkreise anordne? Hier steche ich ein kleines Loch rein. Da kommt ein Strohhalm rein. Fest reindrücken, damit der Becher hält. So. Jetzt kommt die Lichtspule. Bloß nicht rausfallen. Und wir haben Licht. Hat jemand eine Schreibtischlampe bestellt? Ist das Licht? Echt toll! Die ist super cool. Und die wirft Herzen an die Wand. Vielen Dank. Gerne. Ich muss noch ein paar Sachen lernen. Ist die Wäsche schon fertig? Super. Oh nein. Hey, ist das meine Hose? Und dein Pullover? Schatz, ich fürchte, ich habe schlechte Nachrichten. Sind die geschrumpft? Oh! Ich fühle mich schrecklich. Aber Unfälle passieren. Glaubst du, ich kann den als Kleid tragen? Das geht nicht. Vielleicht doch. Hast du einen Karton rumliegen? Mit ein paar Schnitten rettet der den Tag. Hab einen guten Flug, Schatz. Hey, Mama! Warte, Luna, nein! Notfalllandung! Ich hab dir einen neuen Rucksack gekauft. Cool! Der gefällt mir. Und der ist pink. Du bist die Beste. Yay! Wow! Wir werden die besten Freunde. Leckerer Tee, stimmt's? Ich habe auch Kekse. Willst du einen Schluck? Lecker! Also, wie ich schon sagte... Oh, du willst tauschen? Fantastisch! Es war einmal... Juhu! Oh nein! Rucksack? Wo bist du? Hä? Was habe ich getan? Blöder, windiger Tag! Mein bester Freund! Mama! Aha! Beeil dich, Annie! Aha! Mama wird voll wütend sein! Kann mir der Karton helfen? Ist wie ein Rucksack! Oh, Stifte! Wow! Okay, ich bin bereit! Ich rufe zurück! Annie, warum nimmst du nicht deinen Rucksack? Der ist weg, okay? Der Wind hat ihn mitgenommen. Alles meine Schuld. Oh, Schatz. Warte, dein Aufnäher. Ich habe eine geniale Idee. Bin gleich wieder da. Schau, die Form eines Katzenkopfes. Das ist besser. Etwas Farbe bringt sie zum Leben. Und niemand merkt, dass es ein Karton ist. So. Wenn das trocken ist, kommen die Details. Oh, wie niedlich. Die Schnurhaare und die Schleife nicht vergessen. Jetzt zur Rückseite. Einfach Heißkleber auf den Rand auftragen. Und dann den Pappstreifen draufkleben. Jetzt die Vorderseite. Oh, Annie, schau, was ich dir gemacht habe. Ist die Handtasche für mich? Die ist voll niedlich. Und da passt eine Menge rein.
sogar meine Stifte. Yay! Okay, Zeit für die Schule. Einfach die Schlaufe drüber ziehen und das war's. Danke, Mom. Okay, versuchen wir es. Steh auf. Komm, Süße. Wow, das ist fantastisch. Das ist viel besser als meine Rollschuhe. Das ist ungerecht. Bereit fürs Bett, Liebes? Machen wir es dir gemütlich. Okay, Schlafenszeit. Ich räume noch schnell das Spielzeug weg. Danke, Mom. Was ist das denn? Ist da jemand? Oh nein, das kann nicht sein. Ein Monster? Ah! Nicht weggehen! Was machst du? Schon gut, Schatz. Du brauchst keine Angst vor der Dunkelheit zu haben. Warte kurz, ich räume hier schnell auf. Das Klebeband könnte nützlich sein. Ich denke, ich weiß, wie ich ihr helfen kann. Ich mache mich gleich an die Arbeit. Nimm eine Rolle und leg sie vor dir hin. Klebe dann zwei Streifen über die Rolle. Genauso. Und nun malst du das Klebeband aus. Nimm verschiedene Farben, um ein Muster zu machen. Wir machen einen Regenbogeneffekt. Ich lege mein Telefon hier hin, aber das Licht muss an sein. Wow, das ist eine Nachtlampe. Nun kann mich das Monster nicht mehr holen. Nachtnam! Oh, ich bin auch müde. Ich brauche meinen Schönheitsschlaf. Ah, das fühlt sich gut an. Warte, was ist das für ein Geräusch? Nope, ich brauche meine eigene Nachtlampe. Jetzt werde ich süße Träume haben. Das wird großartig werden. Ich liebe den Pool. Mami, ich will schwimmen gehen. Oh, natürlich, Liebes. Ich hol gleich deine Schwimmflügel raus. Oh, wo sind die denn? Ich dachte, ich hätte sie eingepackt. Olivia, stell dich mal da drüben hin. Warum? Wie wär's mit einem Ruder? Auf keinen Fall, nein. Schwimmkarton? Das ist eine ganz schlechte Idee. Mami? Das geht nicht. Lass mich nachdenken. Oh, ich weiß. Nicht bewegen. Hier ist ein Schwimmreifen. Hey, Lady, der gehört mir. Such dir einen eigenen. Ich versuch's ja. Wenigstens habe ich eine Poolnudel. Warte mal, die kann ich gebrauchen. Schneide einen Teil der Poolnudel ab. Dann schneide mit einem Messer die Scheiben ab. Schneide dann das ganze Teil auf. Wiederhole das mit verschiedenen Farben. Und nun brauchen wir Kabelbinder. Fädle ihn durch die Löcher von zwei Schaumstoffscheiben. Und dann einfach festziehen. Mit den Kabelbindern werden die Scheiben miteinander verbunden. Und den Überschuss abschneiden. Nun kannst du schwimmen gehen. Ich fühle mich total schick. Mami, guck mal her. Arschbombe! Guck mal, ich schwebe. Oh, das ist so fantastisch. Du siehst gut aus, mein Schatz. Und ich kann mich entspannen. Hey, das ist cool. Ich will auch so eine Weste. Schnell, Mami. Ich komme ja. Das ist der beste Platz im Park. Mir ist langweilig. Mami, ich will spielen gehen. Geh aber nicht weit weg. Ich will dich noch sehen, okay? Viel Spaß. Woohoo! Juck! Braves Mädchen, Olivia. Dieses Buch gefällt mir sehr gut. Hä? Olivia? Wo ist sie denn hin? Olivia, komm zurück! Oh nein, das ist ganz schlecht. Sie kann doch nicht weit gelaufen sein. Alles wird gut. Keine Panik. Olivia, Liebes, wo bist du denn? Ich habe überall gesucht. Das ist ihr Hut. Olivia, komm sofort wieder hierher. Keine albernen Spielchen mehr. Hey. Oh, tut mir leid. Gib mir meinen Hut. Ich dachte, du wärst meine Tochter. Phew. Olivia, da bist du. Ich habe dich überall gesucht und habe mir total Sorgen gemacht. Mach das nicht nochmal, okay?
Luftballons zu verkaufen. Nur $2. Oh, der könnte nützlich sein. Das sollte gehen. Der Ballon verfolgt mich. Oh, sie ist so süß. Und ich kann sie überall sehen. Ha? Zwei Ballons? Oh, hi. Oh, hey, gleicher Gedanke, was? Hallo? Warte kurz. Mami hat ein Meeting. Sei ruhig, Olivia, ja? Verstanden. Das sieht spaßig aus. Was zur... Hä? Oh, ja, stimmt. Sorry. Machen wir weiter. Es ging um die Umsatzprognose für nächsten Monat. Die Prognosen sehen gut aus. Ich, flog da gerade ein Schuh? Mami, Mami, wer ist der lustig aussehende Mann? Olivia, was habe ich dir denn gesagt? Das ist so frustrierend. Oh, ich glaube, ich weiß, was ich tun muss. Klebe einen Streifen Klebeband quer über einen Hula-Hoop-Reifen. Und dann nochmal vertikal. Kleb den Hula-Hoop-Reifen immer wieder mit Klebeband ab, bis er etwa so aussieht. Olivia, ich habe was für dich. Sieh mal, ein lustiges Spiel. Das sollte sie eine Weile beschäftigen. Probieren wir das nochmal. Also, wo war ich? Geschafft! Ich bin die Beste in dem Spiel. Hey, Mami. Lecker. Was ist mit deinen Sachen passiert? Du bist total schmutzig. Was soll's? Stopp, wir müssen dich erstmal sauber machen. Aber Mom, ich hab Hunger. Ich weiß nicht, wie sie das geschafft hat. Aha, damit wird das auf jeden Fall gehen. Später muss ich Wäsche waschen. Wenigstens habe ich jetzt ein sauberes Shirt. Ich habe ein sauberes T-Shirt für dich. Na gut, aber das wird ja auch schmutzig. Wie kann das denn immer sein? Sag nichts. Sieh das hier an. Oh, muss ich wirklich? Mom, du bringst meine Haare durcheinander. Schnell, Mami. Danke. Schon besser, jetzt kannst du essen. Na, endlich. Ich liebe das. Schau mal, die schokoladige Köstlichkeit. Nein! Mach das nicht! Ich kann nicht hinsehen. Schon okay? Einfach atmen. Moment. Diese Tüte bringt mich auf eine Idee. Der ist schick. Das schmeckt voll lecker. Ach, das klebt an meiner Hand. Schon besser. Ich könnte das den ganzen Tag essen. Und ich muss deine Wäsche nicht waschen. Okay, Mom, ich bin fertig. Dann ziehen wir dir das wieder aus. Ich muss nur die Tüte abnehmen. Heb die Arme mal hoch. Und deine Sachen sind schön sauber. Na dann geh spielen. Bye, Mom. Bye, meine Süße. Oh, es geht doch nichts über frisch gepressten Saft. Guten Morgen, Mom. Hier hast du ein schönes Glas Saft. Oh, ich will den nicht. Der ist eklig. Der ist gut für dich. Ich hätte lieber Schokolade. Keine Schokolade zum Frühstück. Aber, dann versuch doch, mich aufzuhalten. Gib das her. Nein, das ist meine. Jeden Morgen dasselbe. Moment, vielleicht hilft mir dieses Puppet. Das könnte nützlich sein. Ich denke, das wird klappen. Nimm ein Puppet und befülle es mit Saft. Fülle es komplett auf. Leg das Puppet in den Gefrierschrank, bis der Saft gefroren ist. Hol ihn dann aus dem Puppet raus. Wow, das sieht toll aus. Olivia wird's gefallen. Ich würd's essen. Olivia! Was? Guck mal, was ich hier habe. Was ist das? Koste mal. Wie du willst. Wehe, das schmeckt nicht. Ich bin sehr gespannt. Mach weiter. Bitte. Das ist gut. Das ist wie Eis am Stiel. Danke, Mom. Und die hier kommen in den Müll. Brumm, brumm. Das Boot fliegt durch die Luft. Uff, das sind viele Lebensmittel. So schwer. Ich stell die erstmal auf den Tresen. Guck dir diese Torte an.
Ich liebe Torte. Ich werde die aufessen. Warte, vielleicht schneide ich mir nur ein Stück ab. Diese Tomaten sind wirklich frisch. Schatz, hast du... Messer! Was machst du mit dem Messer? Nein! Leg das weg! Du schneidest dich noch! Stopp! Ich rette dich! Oh! Hä? Was waren das für Geräusche und Erschütterungen? Gib das her! Du kennst die Regeln für den Umgang mit Messern. Ich will ein Stück Torte und dafür brauche ich das Messer. Messer sind zu gefährlich für dich. Hier, ich mache dir stattdessen ein Papiermesser. Ich muss nur noch den Griff an die Papierklinge anbringen. Bitte sehr, Schatz. Dieses Messer darfst du benutzen. Juhu, ein Messer nur für mich. Jetzt kann ich Torte essen. Ich werde mir ein großes Stück abschneiden. Ich liebe Torte. Ich weiß. Und ich kümmere mich um den Einkauf. Du bist jetzt sicher. Also, wo habe ich die Tomaten hingetan? Mmh, die Torte ist so lecker. Richtig gut. Ich will mehr. Noch zwei Stücke, die schiebe ich mir in den Mund. So gut. Oh, Mami hat doch Süßigkeiten gekauft. Ich liebe Süßigkeiten und Schokolade. Puh, endlich habe ich die Lebensmittel ausgeräumt. Warte mal. Ist da immer noch die Torte? Du hast die ganze Torte und die Schokolade gegessen. Wo hast du die überhaupt her? Das bilde ich mir doch nur ein. Mami ist komisch. Oh, unglaublich, dass er das alles gegessen hat. Das war eine ganze Torte. Nein. Aber ich will die. Nein, du hattest schon viel zu viel. Du bist gemein. Die gemeinste Mami aller Zeiten. Jetzt muss ich auch noch dieses Chaos aufräumen. Unbegreiflich, wie er an die ganze Schokolade gekommen ist. Das bringt mich auf eine Idee. Ich lege ein bisschen was von der Schokolade in die Schüssel. Die werde ich in der Mikrowelle schmelzen, aber nicht zu lange. So, das war's. Sie ist fertig. Ich will sie ja nicht kochen. Schön geschmolzen. Ich gieße die jetzt in diese Form. Schau dir all die geschmolzene Schokolade an. Die riecht so gut. Puh. So, das war's. Die Schokolade ist in der Form. Und jetzt ist sie auch noch fest. Nicht mehr geschmolzen. Das heißt, ich kann sie aus der Form holen. Ich muss nur noch den Brokkoli fertig schneiden. Noch ein paar Schnitte. Dann bin ich fertig. Mama, was machst du da? Ich habe Hunger. Ich will einen Snack. Oh, hier. Du kannst das als Snack essen. Hä? Was ist das? Brokkoli? Ekelhaft. Niemals. Schon klar. Nur wenige Kinder mögen rohen Brokkoli. Gut, dass ich dieses neue Schneidebrett habe, denn ich könnte einen kleinen Snack vertragen. Mh, köstlich. Ich werde Fernsehen. Vielleicht läuft meine Lieblingssendung. Hä? Was ist das für eine Sendung? Die habe ich ja noch nie gesehen. Wow, Tattoos. Tattoos sind so cool. Spider-Man ist mein Favorit. Er ist der Allerbeste. Ich wünschte, ich könnte Spider-Man sein. Ich wäre der Allerbeste. Hey, was ist das? Oh, noch mehr Tattoos. Ich will eins. Die sind cool. Ich will auch cool sein. Puh, alle Besorgungen sind erledigt. Hey, bleib stehen. Wo willst du hin? Ich lass mir ein Tattoo stechen. Warte, was? Absolut nicht. Na, gut. Oh je, dieser Junge und seine Ideen, erst eine Herausforderung. Ich frag mich, ob es schon eine neue Folge meiner Lieblingsserie gibt. Hi, Mama. Hallo, Schatz, was gibt's? Oh mein Gott, was hast du getan? Du hast deine Arme vollgemalt. Das sind Tattoos, Mama. Sind die nicht cool? Nein, 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 nein. Wir müssen das abwaschen. Gut, dass der Permanentmarker noch nicht trocken ist. Aber Mama, das waren meine Tattoos. Die habe ich gemacht. Alle meine Tattoos sind weg. Das ist ungerecht. Tut mir leid, Schatz. Aber du bist noch zu jung für Tattoos. Aber vielleicht kann ich dir helfen. Lass mich mit dieser Kappe Kreise markieren. Jetzt nehme ich diesen Stift, um die Kreise nachzuzeichnen. Wir können das später einfach abwaschen. Und jetzt kommt mit diesem roten Stift Farbe ins Spiel. Das geht ganz gut. Ich werde das rote Design mit Schwarz umranden. Dann kommt es besser zur Geltung. Und dann spiegeln wir das Design mit einer schwarzen Linie. Okay, das ist gut. Weißt du was? Wir nehmen noch Blau. Wir machen ein neues Muster an die Seiten. Aber die blauen Linien sollten gleich aussehen. Ich fülle sie noch ein wenig aus und dann kommt hier oben noch was hin. Und fertig. Was sagst du dazu? Wow, ein echtes Tattoo. Das ist so cool. Ja, ich bin der Coolste. Danke, Mama. Gern geschehen, mein kleiner Rocker.